diese Veranstaltung ist nur so gut wie das Publikum selbst, denn ich hoffe auf zahlreiche Fragen zu den Themengebieten, die wir uns überlegt haben. Egal ob online auf YouTube oder hier, bitte einfach kurzes Handzeichen und wir gehen gerne auf die Fragen ein. Mein Name ist Thomas Axmann, ich bin Antenne Steiermark Muntermacher, ich moderiere die Morgensendung auf der Antenne und beschäftige mich seit inzwischen über 3 Jahren mit dem Thema Elektromobilität. Ich behandle einmal pro Woche am Mittwoch am Nachmittag einen Magazinbeitrag und da geht es im weitesten Sinne um Elektromobilität, um Klimaschutz. Und nachdem ich in den letzten Jahren ein bisschen in dieses Thema eingetaucht bin, habe ich die große Ehre, diese Veranstaltung hier zu moderieren. Es ist ein sehr, sehr tolles Podium, auf das ich mich sehr freue. Auf der Seite beginnen wir mit Thomas Heid von der Firma Saubermacher. Also Recycling ist hier das Thema. Direkt daneben sitzt Günter Getzinger von der TU Graz, Martin Rothbart von der Firma AVL und Roland Paumberger von der Montanuni Leoben. Vielen, vielen Dank fürs Kommen. Wir haben uns 4 Themenbereiche überlegt, und zwar Ressourcen und Abbau, Produktion, Nutzung und Endverwertung. Und wir haben zu den ersten 3 Blöcken für Sie, liebe Damen und Herren, hier bei uns im Saal eine Online-Umfrage. Ich darf Sie bitten, den QR-Code mit Ihren Handys abzuscannen und gleich mal vor Themenblock Nummer 1, Ressourcenabbau, bei der Frage mitzumachen. Ich lese Ihnen gerne vor. Im Jahr 2018 wurden ca. 88.600 Tonnen Lithium produziert, davon ca. 7.500 Tonnen für E-Autos. Wie hoch schätzen Sie die prognostizierte Lithium-Nachfrage für E-Autos im Jahr 2040? Entschuldigung, Fraunhofer-Institut ist die Quelle dazu. Und ich komme ein bisschen vor wie der Assinger, ich habe die richtige Antwort da schon in grün. Sie noch nicht, deswegen bitte mal mitmachen und wir diskutieren ein bisschen über die Ressourcen. Und über den Abbau. Kobalt, Kupfer, Graphit, Silizium. Wo soll das alles herkommen? Haben wir genug? Und geht sich das alles überhaupt aus? Herr Paumberger, ich glaube, ich fange mit Ihnen an. Von der Montanuni Leoben, da sind wir schon beim richtigen Gesprächspartner. Thema Abbau, Thema Ressourcen. Wenn wir jetzt davon ausgehen, wir kaufen uns irgendwann mal alle ein Elektroauto. Geht sich das mit den Ressourcen überhaupt aus? Es ist also keine Frage, dass wir, wenn wir Elektroautos bauen, dass wir Rohstoffe brauchen. Und wir brauchen ganz bestimmte Rohstoffe etwas mehr als bei anderen Produkten. Und das sind vor allem kritische Rohstoffe, die für die Batterieproduktion erforderlich sind. Also, das ist vor allem Kobalt, Nickel und Lithium. Natürlich braucht man auch Stahl und Aluminium und andere Dinge auch noch, aber die kritischen Elemente sind eigentlich diese 3. Und das ist alles klassischer Bergbau, sofern wir nicht in der Lage sind, Recycling zu machen und Sekundärrohstoffe zu nutzen. Davon sind wir aber noch, sage ich mal, relativ weit weg. Das ist die Zukunft. Mhm. Heute ist das klassischer Bergbau. Gut, über die Endverarbeitung kümmern wir uns dann zum Schluss der Veranstaltung. Bleiben wir mal beim Abbau. Ich glaube, Sie da draußen auf YouTube oder auch Sie herinnen im Saal, wir kennen diese Fotos, wir kennen diese Videos von irgendwelchen Abbaugebieten, wo Schindluder offensichtlich betrieben wird. Ist es wirklich so schlimm oder ist es, was den Bergbau und den Abbau betrifft, eigentlich so, wie es immer war? Wie schlimm ist das? Das will ich wissen. Also eines ist klar, unsere Lagerstätten, die wir in unserer Nähe haben, ja, bitte rund um Leoben war viel Bergbau. Ich sage, der Steirische Erzberg ist noch immer in Betrieb, weil das ist eine riesen Lagerstätte. Aber die Lagerstätten in Europa sind weitgehend abgebaut. Das heißt, der Rohstoffhunger, den die Welt hat und der Rohstoffbedarf hat sich, glaube ich, in den letzten 10 Jahren verdoppelt. Verdoppelt. Das ist eine Frage des Wohlstandes und es ist eine Frage der Anzahl der Menschen. Also der Ressourcenverbrauch steigt. Ja? Und die Rohstoffe, die wir in unserer unmittelbaren Umgebung oder in Europa haben, sind bereits abgebaut. Das heißt, Bergbau findet sehr stark in Schwellenländern oder in Ländern statt, die teilweise auch nicht diese Umweltstandards haben, die wir uns gerne wünschen würden. Und oft wollen wir es ja gar nicht wissen. Herr Rothbart, Sie haben gerade genickt. Ich muss ja schlechtes Gewissen haben, wenn ich mir ein E-Auto kaufe, wenn ich solche Sachen höre. Ich glaube nein, weil immer mehr Hersteller und Automobilunternehmen auch darauf schauen, dass diese Lieferkette
Und diese Rohstoffe, die sie verwenden oder die Lieferanten verwenden, auch so weit grün und, sage ich mal, unter den richtigen Bedingungen abgebaut werden. Das kommt einfach immer stärker, weniger, weil es vielleicht eine gesetzliche Vorgabe ist, sondern weil es auch die Endkunden an sich fordern. Ja? Mein Lieblingsbeispiel ist da immer das Bio-Pickerl oder das Fairtrade-Pickerl auf der Banane. Ja. Also ich sage, am Ende des Tages muss es in eine Richtung gehen, dass ich sage, ich habe auf meinem E-Auto ein Pickerl. Ich sage, Fairtrade oder fair abgebaut. Habe ich das Pickerl im übertragenen Sinne jetzt auf den Elektroautos drauf oder eher nicht? Bis jetzt noch nicht, aber dahin geht die Reise, dahin geht auch die Richtung in der EU, um das in Zukunft verstärkt einfach sicherzustellen. Wie soll das funktionieren? Dass ich sage, über neue Technologien, über Nachverfolgung der Daten, dass der Begriff, der im Moment vor allem für die Batterie hier umgeht, im europäischen Raum ist das Thema Battery Passport. Das heißt, ich bekomme für meine Komponenten, in dem Fall der Klassiker ist die Batterie, dass ich sage, ich bekomme eine Art Reisepass oder Lebenslauf, ist auch manchmal der Begriff, der hier verwendet wird, dass ich sage, in Zukunft hat meine Batterie einen Lebenslauf und weiß ganz genau, wo die Rohstoffe herkommen und in welchen Schritten es wo gefertigt und unterwegs war. Herr Geitzinger, Sie von der TU Graz machen ja, wenn man nicht alles täuscht, gemeinsam mit der Montano und Eli Oben so Forschungsprojekte, wie es so um Batterien in der Zukunft gehen kann, ja, also weg von diesen Ressourcen, die wir da verschwenden, hin zu alternativen Batterien. Wie weit sind wir da? Nun, jetzt sehr weit. Ja. Und man muss sehr, sehr aufpassen als Forscher, dass man nicht das, woran wir da im Labor arbeiten, verwechselt mit dem, was in der Entwicklung schon passiert, was in der Wirtschaft sozusagen wirklich angekommen ist. Mhm. Erstens, der Verbrennungskraftmotor im PKW ist tot. Und der stirbt jeden Tag mehr. 20% der neu angemeldeten PKW in Österreich, 20% sind schon Elektroautos. Und es werden jeden Tag mehr. Der Prozentsatz steigt ständig. Die Zahl, der Prozentsatz der Verbrennungskraftmotoren, Dieselbetrieben, Benzinbetrieben, nimmt rapide ab. Der Herr Dies war vor ein paar Jahren bei uns an der TU Graz und hat das verkündet. Er ist der Chef von VW, also doch ein relativ mächtiger Mann. Ist damals ziemlich angeeckt, wie er das gesagt hat, dass der Verbrennungskraftmotor, und er hat es wirklich so gesagt, tot ist. Mhm. Sie können sich vorstellen, dass einige Kollegen von mir ziemlich erbleicht sind, weil ja, ich glaub, bei uns arbeiten bei einige, Rotbart, wahrscheinlich nicht einige, bei der Firma AVL. Einige Dutzend Leute arbeiten, wenn es nicht Hunderte sind, am Verbrennungskraftmotor, ja, und dessen Verbesserung, an dessen, die Technikerinnen und Techniker wissen, was das ist, an dessen ETA, also Effizienz ist einfach eine der entscheidenden Faktoren, an die wir gearbeitet haben und auch noch weiter arbeiten. Das wird nur eine Weile dauern, aber eigentlich ist er, und das sagen halt die Leute, die was zum Sagen haben, zu denen zähle ich nur wissenschaftlich, nicht wirtschaftlich, also das ist, kann meine Rolle schon einschätzen, sagen, dass es eben vorbei ist und dass der PKW völlig elektrifiziert wird. Punkt. Das ist einmal die erste dicke Sau, die nicht ich, sondern die daher dies über den Tisch drüber lassen hat, und jetzt kann man da noch ewig drüber diskutieren und ob das stimmt oder nicht, aber ich glaube, es ist gegessen. So. Mhm. Die Frage war auch alternative Batterien, um Ressourcen nicht mehr, weil irgendwann werden die, ich glaube, irgendwann wird es vorbei sein, ne? Nicht nur weit, bei uns. Da müssen wir da drüber reden. Ja, okay. Weit von dem entfernt, was sozusagen dann wirklich am Shopfloor, dort, wo es wirklich ums Kaufen geht der Menschen, ankommt. Ich würde mal sagen, das größere Problem, das wir jetzt haben, ist diese Elektrifizierung wirklich zu bewältigen, von A bis Z, in dem Sinne, wie es der Kollege von AVL besprochen hat, nämlich im Sinne einer Lieferkettenverantwortung, die jetzt plötzlich auf der Tagesordnung steht. Lieferkettenverantwortung heißt wirklich von der Wiege, ja, bis zur Wiege. Cradle to Cradle, nicht Cradle to Grave, weil es wahrscheinlich kein Grave mehr geben wird für Ressourcen, sondern du sofort versuchen wirst, das wieder vorne einzuschleusen.
Das ist die eigentliche Herausforderung, Kreislaufwirtschaft bei den Materialien zustande zu bringen. Eine unglaubliche Herausforderung. Das sagt sie so einfach, aber Sie werden dazu Näheres erzählen können. Und das Zweite, wir müssen es für die ganze Welt schaffen. Also die Nachhaltigkeitsgebote der Vereinigten Nationen, die 17 Sustainable Development Goals heißen, die gelten für alle. Nicht nur für Europa, Nordamerika oder Japan oder China, sondern die gelten für die 8 Milliarden oder was wir jetzt sind auf der Welt. Das heißt, wir müssen schauen, dass die 8 Milliarden Automobil werden zu einem gewissen Ausmaß. Und das muss einmal umwelt- und menschenverträglich gemacht werden. Es geht nicht nur um Europa. Klar haben wir mal diesen ersten innersten Horizont, aber eigentlich geht es immer um die Welt. Und das ist die große Herausforderung. Und da sage ich jetzt einmal, im jetzigen Wissensstand, nein, das geht sie nicht aus. Das geht sie mit dem jetzt zur Verfügung stehenden Wissen, Technologien, industriellen Komplexen, Zusammenhängen, Systemen, geht es nur nicht aus. Was bald der Batteriealternativen angeht oder was die Ressourcen angeht, die wir zur Verfügung haben? Was den jetzigen Stand des verfügbaren Wissens und der Technologien betrifft, dass wir ständig forschen vorne an der Front und versuchen, was weiterzubringen und einen Durchbruch zu schaffen bei den ein oder anderen System, das zu diskutieren, macht im Moment leider nicht viel Sinn, weil wir nicht wissen, was kommt in der Zukunft. Nichts ist schwieriger zu prognostizieren als das, was in der Zukunft kommt. Ich möchte bei den Rohstoffen bleiben. Und vielleicht, Herr Heidt, sind Sie da der richtige Ansprechpartner, weil Sie sich um das Recycling kümmern. Welcher Rohstoff, den man für das Elektroauto und halt dann natürlich für die Batterie braucht, welcher macht das Auto, ich würde nicht sagen schlecht, aber welcher macht es schwierig? Schwierig. Also prinzipiell, man muss da dazu sagen, es gibt Möglichkeiten, die jetzige Technologie zu einem gewissen Prozentsatz zu recyceln. Mhm. Ich bin da sehr froh, dass diese zukünftigen Technologiemethoden noch nicht so weit sind, weil die Ressourcenwirtschaft ist immer quasi der Letzte in der Kette. Es wird irgendein Produkt auf den Markt geworfen, dann wird es genutzt und dann kommt es hinten raus und dann wird zur Entsorgungswirtschaft gesagt, so macht es was draus. Ja? Zum Glück gibt es einige Unternehmen, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Und wie gesagt, wir bringen bis zu 70% Recyclingquote haben wir bei den jetzigen Batterien, die wir übernehmen. Okay, bitte nicht zu sehr nur auf das Recycling eingehen, weil wir die Verwertung wirklich am Ende der Veranstaltung noch machen. Mir geht es jetzt wirklich um die Rohstoffe und um den Abbau. Und Sie kümmern sich ja dann quasi in der Endverarbeitung auch um diese Rohstoffe. Welche sind die schwierigen? Welche sind die komplizierten? Welche sind die, wo man sagen muss, da sollten wir uns Alternativen überlegen oder vielleicht geht es auch anders? Also wenn ich jetzt ans Lithium selber denke, Lithium ist ja nur zu einem ganz gewissen Prozentsatz in der Batterie verbaut. Und das ist im Moment noch nicht möglich, einen Recyclingprozess rauszuholen. Also das ist dann sicher einer der kritischen Rohstoffe, die es in dem Bereich gibt. Was macht man dann damit? Jetzt muss ich doch vorgreifen, weil die Frage liegt auf der Hand. Es gibt so quasi, ohne zu weit vorzugreifen, ein Produkt, das nennt sich eine Schwarzmasse. Und ja, in dieser Schwarzmasse ist das Lithium enthalten. Okay, bleiben Sie dran, Sie erfahren es zum Schluss. Was daran, Herr Baumberger, gibt es Alternativen? Gibt es einen Rohstoff oder gibt es Kombinationen von Rohstoffen, mit denen wir dasselbe erreichen könnten wie mit Lithium? Ich muss so blöd fragen, weil ich kenne mich nichts aus. Es hat schon einen Grund, warum wir Kobalt, Nickel und Lithium brauchen. Ja? Und das Lithium hat ja die Funktion, sozusagen den Strom zu transportieren. Das ist quasi im Elektrolyten drinnen, das ist das Leitsalz, das Lithiumhexafluorid und das ist sozusagen der Ionentransport. Und das Lithium ist einfach, wenn man sich da die elektrochemische Spannungskette anschaut, ist einfach sehr gut dafür geeignet. Ja? Es mag wohl sein, dass man vielleicht andere Entwicklungen dann auch noch hat, aber da bin ich nicht kompetent dafür. Ich glaube, die nächste Zeit werden wir uns mit dem Lithium beschäftigen müssen. Also ich bin ein bisschen vorsichtig zu sagen, naja, und es kommt ja was Besseres und so weiter. Jetzt haben wir die Lithium-Technologie und wenn man sozusagen jetzt die jetzige Produktion sich anschaut und auch die Entsorgung auf die nächsten 20 Jahre, müssen wir uns mit den Lithium-Batterien beschäftigen. Und da haben wir die Rohstoffe. Ich habe es schon genannt. Das Kobalt, das Nickel und das Lithium. Mhm. Das sind die relevanten Rohstoffe. Mhm. Und ich muss das, was ich vorher
gesagt habe, also ich höre ja immer wieder in den persönlichen Diskussionen, ja, das mit der Elektromobilität, das wird nicht funktionieren, weil da gehen uns die Rohstoffe aus. Ja? Das ist ein Schwachsinn. Ja? Warum? Rohstoffe, dieses Modell, Sie erinnert, der eine oder andere Ältere erinnert sich vielleicht noch an den Club of Rome, der 72 da sozusagen die Begrenztheit der Rohstoffe prognostiziert hat, nach diesem ganz einfachen statischen Modell. Also wir haben eine gewisse Rohstoffmenge, dann verbrauchen wir was davon und irgendwann einmal wissen wir, wenn man das durchdividiert, wie viele Jahre das noch hält. Mhm. Stimmt aber nicht. Dieses Modell ist zu einfach. In der Rohstoffwirtschaft verwendet man zum Beispiel das Modell von McKelvey, ja, Rohstoffmenge, die verfügbar ist und auch im Markt gebraucht werden kann, ist dynamisch. Sie ist abhängig vom Preis. Steigt der Preis des Rohstoffes, werden plötzlich Lagerstätten abbaufähig, die wir wissen, aber noch nicht abgebaut haben. Das heißt, Rohstoffe gehen uns nicht aus, es gehen uns nur die billigen Rohstoffe aus. Ja? Tendenziell werden die Rohstoffe teurer in der Gewinnung werden. Aber ich kann alle beruhigen, die Elektromobilität wird nicht daran scheitern, dass wir keine Rohstoffe haben. Okay, Sie haben gerade gesagt, Lithium-Ionen, das ist halt das, womit wir uns momentan beschäftigen und das ist es. Ich muss jetzt trotzdem nochmal zu Theo Graz kommen. Wie viele Möglichkeiten des elektrischen Antriebs gibt es denn in der Schublade oder wie viele Ideen gibt es denn, wo man sagen kann, ja, vielleicht so in 20 Jahren könnte es sein, dass. Du musst so ein bisschen nur Nebelsuppe lesen. Viele. Ja. Also Batterienforschung ist ein sehr, sehr weites Feld an der TU Graz, aber weltweit selbstverständlich. Einer meiner akademischen Lehrer, der Professor Kordesch, den Älteren unter Ihnen ist er vielleicht nur ein Begriff, hat in den 70er Jahren schon in Graz ein Elektroauto gelenkt und ist herumgefahren. Mit einer Batterie hinten drinnen, die auf Phosphorbasis funktioniert hat. Mhm. Hochinteressant, hochgefährlich, hochexplosiv. Aber er war halt ein typischer Pionier und das war halt so. Auch die Brüder Wright waren Pioniere und das war damals nicht ganz ungefährlich herumfliegen. Also es gibt viele prinzipielle Möglichkeiten. Am Ende des Tages zählt natürlich das, was der Kollege gesagt hat, wie es preislich ausschaut. Ob man das in einen preislichen Bereich reinbringt, ähnlich wie die Photovoltaikanlagen, ist uns ja sozusagen vor Augen geführt worden, wie eine Lernkurve ausschaut, wo das unendlich teuer war und deswegen nur im Weltall angewendet worden ist, Photovoltaik oder fast nur angewendet worden ist, und dann eben durch weitere Entwicklungen, durch Investitionen, durch mutige Unternehmer wie den Herrn Elon Musk, das sozusagen in eine Lernkurve reinkommen ist, wo es plötzlich Allerwelts-Technologie geworden ist und eigentlich jeder ein Spinner ist, der es nicht auf sein Haus drauf montiert. Das ist eigentlich was ganz Normales mittlerweile. Wir werden es bald in der Bauordnung haben, dass wir es auch für bauen müssen, damit wir genügend Strom aus erneuerbaren Quellen haben, um unsere Schüssel nah anzutreiben. Das ist ja ein ganz natürlicher und normaler Vorgang, dass ich den Strom selber produziere, den ich dann auch nutze in meinem Elektrofahrzeug. Also das sind Lernkurven, die man aber nicht wirklich ernsthaft und ehrlicherweise prognostizieren kann. Okay. Wenn ich es wüsste, würde ich auch bald zu den sehr, sehr reichen Menschen zählen, weil ich dann nämlich mehr Geld drauf verwetten würde. Technologiebreite, also in der Breite gibt es wirklich sehr, sehr viele. Das ist eine Frage genau meiner Kollegen. Ich bin Chemieingenieur, wir dann da in unseren Labors für anorganische Technologie alles Mögliche ausprobieren, was vielleicht dann als Batterie funktioniert. Eine Frage, die mir jetzt gerade eingefallen ist, produzieren die Batteriehersteller weltweit so, wie ihr euch das überlegt, oder überlegen sich die selber das auch und kommen vielleicht auf neue Ideen? Ein Achselzucken von der Montana. Ich weiß es nicht, Herr Rothbart. Ja, sie kommen schon auf eigene Ideen auch. Also ich würde damit sagen, braucht es die Forschung an den Universitäten, um auf diese Batteriealternativen zu kommen, oder macht das die Wirtschaft selber? Spannende Frage. Für das bin ich da. Also ich glaube, es braucht die Universitäten, um die Vorarbeit zu leisten, ganz, ganz, ganz wichtig. Und dann irgendwann die Übergabe zu machen, das Handshake an die Wirtschaft, um zu sagen, da können wir weiter tun. Aber ich weiß nicht, ob das die Frage beantwortet.
Ja, ich glaube schon. Dass das so feinsäuberlich gar nicht mehr zu trennen ist. Ja. Also alle Institute, mit denen ich zu tun habe, wir haben 120 Institute, kooperieren mit der Wirtschaft. Also das ist mittlerweile so ein inniges Verhältnis zwischen Industrie und universitärer Forschung, jedenfalls auf technischen Universitäten. Das bedeutet am Ende des Tages Fortschritt, so würde ich das nennen. Die Industrie ist natürlich eher an sehr reifen Technologien interessiert, die schon irgendwie neu am Markt sind. Die TU und die Universitäten können sie es erlauben, weil sie ja öffentlich finanziert sind, noch Grundlagenforschung zu machen, die aber auch für die Industrie sehr, sehr wichtig ist, weil eben daraus wiederum neue Ideen hervorgehen, die dann in industrielle Fertigung letztendlich münden sollen. Aber ob es dann passiert, wie gesagt, das ist halt dann auch immer ein gewisses unternehmerisches Risiko und der Forscher lebt sowieso damit, dass er vielleicht seine wissenschaftliche Karriere mit etwas verbunden hat, das am Ende des Tages halt irgendwann einmal gebaut wird. Ne? Gebaut wird oder nicht gebaut wird. Das kann man so nicht vorhersehen. Ich bin fast ein bisschen froh, dass ich mir da vielleicht ein bisschen einen Mythos jetzt, einen Elektromobilitätsmythos geklärt habe mit Ihrer Antwort. Was den Abbau der Rohstoffe betrifft und haben wir genug, Sie sagen, wir werden immer genug haben. Ja. Der Preis, glaube ich, spielt da eine Rolle. Also der Preis von Rohstoffen ist sehr dynamisch. Ja. Also das zählen so zu den dynamischsten Märkten überhaupt. Also wenn man also so im Recycling sich die Nickel- oder Kobaltpreise sich anschauen, ich glaube, beim Kobalt, das hat geschwankt in den letzten Jahren zwischen 10.000 Dollar pro Tonne und 60.000. Also stellen Sie, das können Sie gar nicht einmal prognostizieren. Das Entscheidende ist aber auch gar nicht der Preis des Rohstoffes selber, ja, sondern wenn man sich anschaut, wie viel macht denn der Preis der Rohstoffe am Produkt aus, dann kommt man drauf, dass das gar nicht so viel ist. Mhm. Ja. Da sind so viele andere Wertschöpfungsschritte dabei, die eigentlich das Produkt dann den Preis bestimmen. Der Rohstoff ist ein untergeordneter, ist wichtig, aber er ist untergeordnet im Gesamtpreis. Mhm. Ja? Also da ist eher diese Lernkurve und Produktionsmengen und solche Dinge von Vorteil. Natürlich wirkt sich das aus, aber in einem Bereich, der dem Konsumenten jetzt nicht wirklich wehtun wird. Okay, verstehe. Insofern ist es eigentlich eher der banale Stahl, der uns Sorgen machen muss, immer wieder einmal, und dessen Preisentwicklung, weil natürlich, wenn man sich so ein Auto anschaut, so ein PKW anschaut, der wiegt jetzt mittlerweile 2 Tonnen circa, oder? So kann man sagen. Um mich, also gerade einmal 90 Kilo, manchmal ein bisschen mehr, zu transportieren. Das ist im Sinne dieses Etta, was ich vorhin angesprochen habe, natürlich eine Katastrophe, dass wir 2 Tonnen haben, um mich zu transportieren. Und dort könnte es sein, dass wir eher Schwierigkeiten kriegen, wenn es am Markt Probleme gibt, was Stahlversorgung einfach betrifft. Zumal Stahl jetzt da vor der großen Herausforderung steht, ebenfalls dekarbonisiert zu werden in der Produktion. Mhm. Da passiert da gerade in Leoben sehr, sehr viel, da passiert in Linz sehr viel, da gibt es einige sehr, sehr gute Forschungsgruppen, die gemeinsam mit der Voest beispielsweise dieses Projekt vorantreiben. Das ist schwierig, das ist teuer, das kann den Stahl auch verteuern, wird er verteuern. Und das heißt aber nur lange, dass es einen Stahlengpass gibt oder einen Eisenengpass. Da bin ich ganz bei meinem Kollegen. Das ist schlicht und einfach eine Frage des Preises, wo man sie da trifft. Aber noch einmal, erlaube ich mir jetzt eine andere Perspektive einzunehmen, nämlich die Perspektive der Nachhaltigkeit für diese gesamte Welt, wo man eben das Ziel haben sollte, dass jeder Mensch auf dieser Welt einigermaßen würdiges, gutes, da und dort vielleicht sogar ein bisschen luxuriöses, nur so viel, bisschen, ganz, ganz wenig nur, Leben führen zu dürfen. Weil, wollen Sie einem Afrikaner sagen, er darf das nicht? Ja. Eben, ja. Natürlich nicht. Also es gibt kein moralisches Recht, irgendjemandem das abzusprechen, dass er eben auch mit einem Auto herumfährt, wenigstens ein paar tausend Kilometer im Jahr. Das soll er dürfen. Und das macht es ein bisschen schwierig, weil da reden wir jetzt von Mengen und von Märkten, die sehr herausfordernd sind. Ich glaube auch, dass wir das bewältigen, wenn wir diese Cradle-to-Cradle-Philosophie durchsetzen. Das heißt, wirklich enorme Recyclingquoten zusammenbringen. Kleine Ergänzung. Ich fahre auch Elektroautos seit 10 Jahren. Ja.
Und in meiner Batterie, ich habe es einmal ausgerechnet, sind ungefähr 2 Kilo Lithium drinnen. Ja? Hm. 2 Kilo. Ich habe den aktuellen Lithiumpreis nicht im Kopf. Hm? Ich rate jetzt 20.000 Euro. Ja, 2 Kilo. Ja, 2 Kilo. Also 20.000 Euro für die Tonne. Ja, also das ist 40, das ist Rohstoffwert. Rohstoffwert 40 Euro. Hm. Das ist nichts. Ja. Also in Bezug aufs Auto ist das jetzt nicht wirklich. Und wenn das doppelt so viel kann, dann kostet es doppelt so viel. Okay. Nochmal zur Wiederholung, falls Sie. Oder wenn Sie gerade zugeschaltet haben, bitte gerne Fragen online stellen im YouTube-Kanal. Und wenn sich da Fragen im Publikum aufdrängen, bitte einfach kurz das Handzeichen mit dem Mikrofon hier und stellen die Fragen gerne. Aber kommen jetzt zum Abschluss der ersten Runde zum Thema Ressourcenabbau. Ich darf um die Einblendung der richtigen Antwort bitten. Die Frage war, wie viel schätzen Sie prognostizierte Lithium-Nachfrage für E-Autos im Jahr 2040? 38.000 Tonnen. 127.000 Tonnen, 240.000 Tonnen oder 328.000 Tonnen? Und die richtige Antwort ist 328.000 Tonnen. Prognose für Pkw für das Jahr 2040. Also das ist schon relativ viel, gell? Da tut sich schon, da tut sich was. Ja, man muss das auch relativieren. 328.000 Tonnen. Der steirische Erzberg baut 3,5 Millionen Tonnen Erz pro Jahr ab. Ja, aber da haben wir kein Lithium drin. Das ist schon richtig. Aber ich sage jetzt, man muss die Mengen auch, in Wahrheit handelt es sich beim Lithium auch um ein Gewürzelement. Okay. Ja. Es ist einfach kein Problem. Also selbst wenn da 3 Millionen Tonnen stehen würde, schaffen wir schon. Wäre es ziemlich wurscht. Okay, haben wir. Wirklich. Haben wir, ist haben da. Wir. Okay. Sie suchen sogar auf der Choralm, glaube ich, schauen, so Lithium häufig ist, also ob da genug drinnen ist, eine dass man es abbaut. KOM ist eine der größten europäischen Lagerstätten von Lithium. Allerdings Lithium-Feldspat, der viel teurer zu Lithium-Rohstoff umwandelbar ist als das Lithium, die Lithium-Salze. Okay. Eine Frage des Preises. So ich glaube, die Antworten weiß ich jetzt schon. Ich freue mich trotzdem auf ein Ja oder Nein. Bin ich ein verantwortungsvoller Konsument, wenn ich ein E-Auto kaufe, wenn ich nur an den Ressourcenabbau denke? Ja, auf jeden Fall, wie man da mal sieht. Ich meine, prinzipiell sowas oder die Antworten von den beiden Herren schockieren mich jetzt eigentlich eher ein bisschen, weil es gibt da von uns Forschungsprojekte, dass wir das Lithium da rausholen können. Ist die Frage, ob man sich das dann sparen kann? Mhm. Nein. Sie meinen jetzt rausholen im Recycling? Im Recycling also tut die komplette 100% alles retour. Okay, ja, da reden wir nachher noch drüber. Verantwortungsvoll? Natürlich ist das hoch notwendig. Noch einmal, wir haben überhaupt keinen Versorgungsengpass mit Erdöl. Ja. Wir haben keinen Versorgungsengpass mit Erdöl oder Erdgas. Wir werden trotzdem den größten Teil dieses Erdöls unter der Erde lassen. Mhm. Weil nämlich aus völlig anderen Gründen, die mit Preisen, Versorgungsengpässen oder sonst was, völlig anderen Gründen, es sich als sehr tunlich für uns auf der Welt erweist, dass wir es unter der Erde lassen. Gewisse Dinge lässt man einfach in Ruhe. Naturschutzgebiete, bitte lassen wir in Ruhe, selbstverständlich. Okay. Das ist ja nichts so was Ungewöhnliches. Es ist hochverantwortungslos, jetzt ein Verbrennungsauto zu kaufen, Pkw, ich rede nur mal von Pkws, jetzt, weil jetzt längst der Umstieg auf Elektroautos erfolgt ist. Wer das nicht kapiert hat, der kriegt gern von mir Privatissimum oder wahrscheinlich von allen hier am Podium. Es ist wirklich vorbei. Es ist das einzig Verantwortungsvolle, wenn man unbedingt ein Auto braucht, und das sollte man sich gut überlegen, wenn man unbedingt eins braucht, das ist nicht ganz so leicht zu beantworten, dann ist es verantwortungsvoll, sich ein Elektroauto zu kaufen, selbstverständlich. Gut, das werde ich als Ja. Herr Rothbart? Ja. Ja. Brauchen wir nicht reden, oder? Aber es ist gut, ich kann dich auch beruhigen. Ja? Das, was wir jetzt betrachtet haben, nur die Ressourcensicht, die Primärressourcen, es hat natürlich sozusagen eine extrem hohe Bedeutung, diese Ressourcen im Kreislauf zu führen. Ja? Und da kommen wir dann zu ganz anderen Kriterien, die wir prüfen sollten. Aber ich denke, das wird einer der nächsten Punkt Nummer 4. Da wird sich dann der Herr Heid die Krawatten, also die Servietten schon umbinden, weil das ist dann wirklich sein Thema. Wir kommen zum nächsten Punkt, und zwar zum Thema Produktion. Auch dazu gibt es eine Frage. Bitte einfach nochmal den QR-Code scannen. Ich lese die Frage vor. Welchen Personenkraftwagen
würden Sie sich kaufen, wenn der Anschaffungspreis derselbe wäre? Bitte reihen Sie die Möglichkeiten anhand Ihrer Wertschätzung, beginnend mit dem Favoriten Benzin, Diesel, Hybrid, Wasserstoff-Brennstoffzelle und Elektro. Viel Spaß beim Ranking und wir gehen in die Produktion. Wenn es gleich teuer wäre, ich glaube, Herr Rothbart, ich muss mit Ihnen anfangen bei der AVL. Warum sind denn Elektroautos so teuer? Das Tochter. Wieso sind sie nicht gleich günstig? Na, ich will gar nicht günstig sagen. Wieso kosten sie nicht gleich viel 1 zu 1 wie Verbrenner? Ja, wir haben noch geringere Stückzahlen als bei den Verbrennern. Und es gibt sicher noch Produktionsmethoden, die noch verfeinert und verbessert werden können und dadurch irgendwann auch günstiger gemacht werden können. Herr Getzinger hat gesagt, der Verbrenner ist tot. Wie lange dauert der Sterbeprozess? 3-4 Jahre. 3-4 Jahre. In 3-4 Jahren geht sich das aus, dass die Produktion von Elektroautos so hochgefahren wird, dass wir, also es gibt ja dann gar keine Verbrenner mehr. Also Sie müssten ja, ich mutmaße, ja, ich bin ja, ganz, also ja, wirklich ich gemein, rechnen, ich bin rechnen, ja. Nicht persönlich ja, nehmen, ja. Sie müssten jetzt schon gleich viel kosten und sollten jetzt dann eigentlich günstiger werden als Verbrenner, weil wir werden ja weniger Verbrenner produzieren, mehr Elektro und das muss ja dann so gehen, also so irgendwie, ne? Nicht. Also 3-4 Jahre, ich habe das jetzt nachrechnen müssen, von wann das dann ist. Dann nehmen wir halt 5 oder 7. Also zweite Hälfte des Jahrzehnts. Dann ja. Kann ich mir schon vorstellen. Herr Bomberger, Sie waren, habe ich vorher gehört, einer der ersten, die mit Elektroautos gefahren sind. Sie haben den ersten Opel Ampera gefahren. Mhm. Das heißt, Sie stehen für dieses Thema seit Beginn. Ja? Mhm. Warum haben Sie es denn damals gekauft? Auch wenn er teuer war. Ich habe vorher einen Dienstwagen gehabt, das war ein 300er Chrysler. Ja, der hat so viel Benzin verbraucht, dass ich gar nicht darüber nachdenken habe wollen. Ja? Mhm. Bin viel im Ausland unterwegs gewesen und habe auf passive Sicherheit gesetzt. Ja? Dann bin ich auf die Uni gewechselt. Mein Auto hat 450.000 Kilometer schon gehabt, weil der ist eh immer im Leerlauf gefahren. Ja? Haben wir gedacht, jetzt bin ich für den Umweltschutz zuständig, das kann ich wirklich, ja. Dann habe ich 3 Autos mir ausgesucht, ja, verschiedene Arten, habe sie in die Probe gefahren und ich sage immer, ich habe mir den Elektroauto gekauft, weil das so super zum Fahren war. Das war eigentlich das Hauptargument, möchte ich fast sagen. Das ist so super, wenn es ruhig ist, du gleitest dahin, man fährt ganz anders. Es passt auch zum Job, ich sage mal zum Job dazu, es war auch verfügbar, vorher war das vielleicht alles noch nicht so ausgereift und ich muss sagen, ich fahre seitdem sehr gerne. Ja. Und ich meine, man fährt anders, ja. Jetzt bin ich umgestiegen auf einen, weil der hat einen Range Extender gehabt, jetzt habe ich sozusagen ein vollständig elektrisches Auto. Ja, ich meine, man macht Fehler, die macht man aber nur einmal. Also wenn man dann irgendwo steht und die Batterie ist leer und so. Man gewöhnt sich, man fährt anders, aber ich bin da ganz begeistert. Anders fahren. Ja, ich weiß zwar, dass Sie aus der Recycling-Geschichte kommen, aber vielleicht haben Sie trotzdem was dazu zu sagen, weil der Herr Rothbart gesagt hat, die sind so teuer, weil so wenig produziert wird. Ist das wirklich die einzige Antwort, warum der Anschaffungspreis von Elektroautos nicht gleich hoch oder niedrig ist wie von Verbrennern? Das wird sicher eine mögliche Antwort dazu sein. Ich meine, das mit der Lernkurve haben wir ja schon kurz besprochen. Die ganzen Automobilhersteller haben diese flotten Emissionsziele, die sie erreichen müssen. Das heißt, die müssen da jetzt einfach draufdrucken und schauen, dass sie die CO2-Werte von ihrer ganzen Flotte reduzieren. Das ist unter anderem natürlich nur möglich mit einer Batterietechnik, die eben jetzt quasi da am Markt ist. Und ja, also warum es sonst so teuer ist, neue Technologie. Muss teuer sein, so wie der neue Fernseher. So. Ein Entwickler, oder? Warum? Warum sind neue Technologien teuer? Weil natürlich die Entwicklungskosten auf das Produkt zu einem gewissen Ausmaß, nicht zu 100%, sonst wäre das erste Produkt ja unendlich teuer, aber zu einem gewissen Ausmaß draufgeschlagen werden müssen.
das sind ja alles Profit-Centers, diese riesigen Firmen. Also VW ist ja nicht eine Firma sozusagen mit 300.000 Mitarbeitern, sondern das sind ziemlich viele sehr kleine Firmen, Profit-Centers, wo halt der Chef dieses Profit-Centers hört, du musst im nächsten Quartalsbericht schwarze Zahlen schreiben, Punkt. Sonst bist du nämlich weg. Und das ist nun mal Marktwirtschaft, das ist Kapitalismus. Und das ist, ich sage es dazu, gut so. Man muss auch Gewinne machen, weil wenn man keine Gewinne macht, ist man allalong eben weg. Sonst gibt es die ja nicht mehr, ist ja logisch. Mhm. Dann überholen dich andere. Ja, also musst du schauen, dass du von mir aus eine gewisse Zeit lang dieser neuen Technologie eine Chance gibst und sagst, okay, das tun wir bringen wir bei der Werbung unter, weil das ja so gut klingt, wenn wir grün sind. Irgendwo kaschieren wir diese Verluste, die wir da produzieren, aber irgendwo in 2-3 Jahren musst du anfangen, schwarze Zahlen zu schreiben. Und das heißt, er fängt an zu kalkulieren, seine Produkte, die er dann hoffentlich schon am Markt verkauft, zum richtigen Preis zu verkaufen. Das ist ja, das sind ja Hausnummern, diese Preise von Autos, wie ich sie bei der Firma XY kaufe. Das sind ja so gemacht. Nein, die Wahrheit ist, dahinter steckt eine genaue Kalkulation, dass alle genug mitschneiden können in dieser Wertschöpfungskette, dass es irgendwie ausgeht. Und da kommt man eben jetzt im Moment einmal auf 40.000 und nicht auf 30.000. Damit es einigermaßen schwarze Zahlen gibt in der gesamten Kette, die da dranhängt. Und der Preis wird sinken wegen Economies of Scale, weil einfach viel, viel mehr produziert werden in den nächsten Jahren, viel, viel mehr. Ich sage, jetzt sind wir bei 20% bei den Neuanmeldungen, in einem Jahr sind wir bei 30% oder vielleicht sogar schon bei 40%. Das wird unglaublich schnell raufgehen, die Zulassungszahlen bei Elektroautos. Und der Anteil der Entwicklungskosten wird natürlich sinken, logisch, weil es ja dann schon entwickelt ist. Deswegen wird es auch eher nicht neue Batterien geben, sondern man wird jetzt einmal die alte Lithium-Batterie auslutschen. Schauen, dass wir ordentliche Mengen auch im Recycling zusammenbringen, dass sie aus diesem schwarzen Schlick, den man da daherkriegt, dass man da was machen kann draus. Weil das ist Ziel der Europäischen Union, das sind politische Rahmenbedingungen, dass wir eine Kreislaufwirtschaft zustande bringen. Also dass natürlich Sekundärrohstoffe, wo es irgendwie geht, wieder zurückgeführt werden in die Produktion. Das sind klar vorgegebene Ziele. Auch unverhandelbar. Also das ist nicht mehr zu diskutieren. Das steht ja alles schon in Verordnungen und Direktiven. Was man sozusagen. Also sie sind teurer, weil es einfach so ist, weil neue Geräte und neue Entwicklungen einfach teurer sein Flachbildschirm, müssen. Der Flachbildschirm war doch auch mal teuer. Ich meine, über den rede ich ja gar nicht mehr über den Flachbildschirm. Sind sie vielleicht deswegen teurer, weil weniger kaputt werden kann und man sich quasi im Lebenszyklus weniger als Unternehmen wieder... Also ich glaube, die Lebensdauer von Elektroautos wird nicht wesentlich höher sein als von anderen Autos. Ah, ich habe jetzt nur an Werkstattkosten gedacht. Ne? Die stimmt ja offensichtlich, sagen alle, ja, brauchst du nicht, wird nichts kaputt, Motor, was soll da kaputt werden und sonst bist du alle Wahl in der Werkstatt. Sie haben jetzt gerade gesagt, na, das wird eher nett, habe ich das falsch interpretiert? Ich versuche es gerade vorzustellen. Das würde bedeuten, dass... Also ich schlage auf, weil ich weiß... Ich schlage auf, weil ich dann die Werkstätten denen ein Geld gebe. Genau. Das kann ich mir gerade nicht vorstellen. Nein. Da ist man sehr grausam. Also ja. Da war Huf- und Wagenschmied. Ja. Der hat den Beruf gelernt in den 40er Jahren. Ich wüsste nicht, dass da irgendwer Mitleid gehabt hätte und irgendeine Transferzahlung zu den Huf- und Wagenschmieden gemacht hätte, nur weil die Pferde ausgestorben sind. Mhm. Zumindest eine Weile, bis dann die Freizeitpferde gekommen sind. Mhm. Okay. Er hat umlernen müssen. Es ist so. Nein, das glaube ich nicht. Okay. Es wird niemand durchfinanziert. Wenn es weniger Reparaturen gibt, wird es weniger Werkstätten geben, was man laut tut. Ja. Aber es ist so. Ja. Herr Bamberger, Entschuldigung, ja? Ist die Reparatur oder ist weniger Reparatur mit der ganzen Elektronik drin? Also ich kriege mein E-Auto erst, aber der Herr Bamberger hat es schon lang. Ist das weniger Reparaturaufwand wie bei einem Verbrenner? Definitiv. Also ich fahre jetzt fast 10 Jahre. Mhm. Ja. Und einer der positivsten Effekte war, dass ich also Werkstatttermine praktisch nicht hatte. In die 10 Jahre, ich bin 360.000 Kilometer gefahren mit meinem Ampera. Und ich glaube, das Einzige, was wirklich kaputt war, waren zwei Lamperl. Und zweimal habe ich die Bremsen getauscht. Ja. Und ich meine, die Verschleißteile
braucht man nicht so. Ich bin sogar mal von der Polizei aufgehalten worden, da hat der Polizist bei der hinteren Bremse hineingeleuchtet und hat gesagt, Ihre Bremse funktioniert nicht. Da habe ich gesagt, das Auto ist fast neu. Natürlich, oh, die ist rostig. Da habe ich gesagt, ja Sie, der rekuperiert und ich fahre vorsichtig. Sie können mich ja nicht strafen, nur weil ich nicht bremse. Ja? Ja. Habe ja Diskussion gehabt. Ja? Also zeigt das. 360.000 Kilometer, zweimal die Bremsen gewechselt. Wie viel Kilometer? 360.000. Die Batterie hat noch immer funktioniert. Sie hat weniger Kapazität gehabt. Gut. Der Herr Jungmeier vom Ioneum Research beschäftigt sich mit Lebenszyklusanalysen. Das heißt, wie ökologisch sinnvoll sind Produkte? Herr Bomberger, Sie haben sich das zu E-Autos angeschaut, gell? Gut im Vergleich zum Verbrenner oder wie schlecht ist ein E-Auto im Laufe seines Lebens? Ja, also den Gerfried Jungmeier, den ich sehr schätze, den kann ich da nicht ersetzen. Ja? Aber ich habe mir in Vorbereitung auch sein letztes Paper durchgelesen, in dem er also eine Literaturrecherche, also ein Review gemacht hat über 50 Studien eben zu LCA von Elektromobilität. Ja? Und da kommt eigentlich ganz klar zu Schlüssen aus dieser Auswertung. Also erstens die der Umweltnutzen oder der Umweltaspekt, der durch eine LCA heute untersucht wird, hängt im Wesentlichen von der Nutzungszeit ab. Also es ist nicht die Produktion, die hat natürlich einen Beitrag. Es ist auch nur zu einem kleinen Teil das Recycling am Ende. Den wirklichen Impact hat die Nutzungszeit. Also die Zeit, in der es in Verwendung ist. Ja. Das ist einmal ein ganz gewisser Punkt. Und dann ist es natürlich bei diesen ganzen LCAs, hängt es immer davon ab, wie man die Bilanzgrenzen zieht. Also das kann man so oder so rechnen. Ich glaube, Jungmeier hat in seinen eigenen Untersuchungen, glaube ich, mit 150.000 Kilometer pro Auto gerechnet, was mir jetzt relativ niedrig für gesamte Lebenszeit vorkommt, würde man die erweitern, dann würde es eigentlich noch besser ausschauen. Und der Impact der Produktion und der Impact des Recyclings, also End of Life, sind nicht die beherrschenden Themen. Und es kommt so ganz eindeutig, also aus dieser Umweltbewertung, da kann man ja verschiedenste Wirkungskategorien miteinander vergleichen, aber im Prinzip Treibhausgase oder Energieverbrauch und ähnliche Dinge, kommt da ganz klar zum Ergebnis. Und das bestätigt ja auch das, was verschiedene Umweltbundesämter in verschiedenen Studien gemacht haben, dass also die Elektroauto hier über den Lebenszyklus eine sehr positive Bilanz haben. Unter anderem, also sie mögen zwar ein bisschen Rucksack in der Produktion mit sich nehmen, das dort ja. Ein bisschen mehr, ja, aber ich glaube so verschiedene Stunden zwischen 20.000 und 30.000 Kilometer dauert, dass dieser Rucksack abgetragen ist und dann sind sie deutlich besser. Herr Robert, das sind die Ergebnisse. Zustimmend genickt. Ja. Ich gehe davon aus, die Firma AVL beschäftigt sich natürlich auch mit dem Thema. Genau. Es ist ja täglich Brot, mit an diesen Autos zu forschen und sie zu entwickeln und dann sie besser zu machen. Wie viel besser sind die Elektroautos? Nutzung sind wir noch nicht, gell? Nein, noch nicht. Ah, okay. Ja. Das Thema, was ich da hinzufügen möchte, ist das Thema Energie, das ist in der Nutzung so. Das Thema, welche Energie setze ich ein für die Produktion meines Elektroautos, vor allem der Batterie, weil die Energie intensiv ist. Und wenn ich sage, ich nehme grüne Energie, dann ist der CO2-Fußabdruck der Produktion besser und wenn ich keine grüne Energie nehme, ist er schlechter. That simple. Okay. So, und wenn ich jetzt sage, die Batterieproduktionen in Europa und die Ankündigungen der Gigafactories, die alle kommen irgendwo im hohen Norden, dann habe ich dort natürlich grüne Energie, aber zum aktuellen Zeitpunkt kommen eben noch nicht alle Batterien aus grüner Produktion, sondern eben noch aus Produktion, wo ich vielleicht auch den einen oder anderen Kohlestrom verwende oder vielleicht alles aus Kohlestrom verwende. Und dann schneiden sich die Kurven der Nutzung, da kommen wir später dazu, glaube ich, etwas später. Wie lange, entweder habe ich es nicht gehört oder zu wenig aufpasst, wie lange wird es dauern, bis in der Produktion rein grüner Strom verwendet wird? Kann man das sagen? Gibt es da Abkommen, gibt es da Versprechungen in die Richtung?
Ich habe es, glaube ich, nicht gesagt. Wahrscheinlich. Gibt's? Ja. Ja, was? Die Batterieproduktionen für Europa, die fahren hoch irgendwo in den nächsten 2 bis 5 Jahren. Das heißt, 2024, 2025, 2026 gibt es dann in Europa gefertigte, in größeren Ausmaße, grünere Batterien. Und dann sind die grüner. Muss ich selber lachen? Ja, genau. Was ich sagen wollte, die Zugeständnisse oder die Prognosen machen ja dann die Hersteller, die Fahrzeughersteller, die zum Teil die Batterien einkaufen, zum guten Teil, und zum Teil eben selbst produzieren. Und deswegen ist das nicht so einfach direkt zu sagen. Ich möchte nochmal einen Schritt zurückgehen in die Forschung und Entwicklung, was die Batterien betrifft. Kann man sagen, wie grün oder nicht grün die Produktion von diesen Batterien ist? Nein, weil das stimmt, was der Kollege sagt, dass das sehr davon abhängig ist, mit welcher Energie mache ich die Produktion. Also was verwende ich da für ihre Energien? Woher kommen die? Und wenn ich Strom verwende, so kommt der natürlich nicht aus der Steckdose, sondern der kommt entweder aus einem Kohlekraftwerk, aus einem Atomkraftwerk oder aus einem Wasserkraftwerk oder aus einem Windpark und so weiter. Und das sind lauter verschiedene Stromtypen. Das sind unterschiedliche Stromqualitäten. Es gibt allerdings, man kann schon eine Aussage treffen, wenn es einen Augapfel der Dekarbonisierung gibt, dann ist es der Strom. Das heißt, der wird ganz sicher mit größtem Nachdruck von allen Staaten, von allen Regionen, von allen Energieversorgern, die irgendwas mit Strom zu tun haben, wirklich mit höchstem Nachdruck verfolgt. Also da wird wirklich Gas geben, unter Anführungszeichen. Österreich will, und das ist nicht ganz unwahrscheinlich, ob es jetzt 31 oder 32 ist, bis 2030 netto klimaneutral Strom produzieren, so irgendwas. Nur mal, da man dann nicht falsch, nur ein paar Monate auf oder ab, aber das Ziel ist vorgegeben, es werden aber Milliarden investiert werden in Photovoltaik und Windenergie und ein bisschen Wasserkraft auch noch, auch in Effizienzsteigerung in diesem Bereich. Und das heißt, dass unser Stromsystem wesentlich dekarbonisierter sein wird 2030 als jetzt. Wir haben jetzt schon die letzten 5 Jahre -20% CO2-Emissionen aus der Stromproduktion, -20%, also in relativ kurzer Zeit, wo noch nicht sehr viel passiert ist, scheinbar. Aber es ist trotzdem einiges passiert. Der Emissionsfaktor von Strom, vom normalen Strom, wie er da aus der Steckdose kommt, ist um 20% gesunken die letzten 5 Jahre. Und der wird weiter sinken und nicht null werden. Aufpassen, der wird nicht null. Auch bei Photovoltaik gibt es zum Beispiel diese Kurve, wann sie das CO2-mäßig unter Anführungszeichen rentiert. Weil du brauchst da, du emittierst CO2, wenn du Photovoltaikzellen produzierst, aufstößt. Bis die erst einmal ans Netz kommen, ist schon viel CO2 wieder in der Luft. Also es ist leider nicht null, es tut mir leid. Aber natürlich viel, viel weniger als bei einem Kohlekraftwerk in Polen, die, was weiß ich, 2060 wahrscheinlich einmal zugesperrt werden, oder in Deutschland, die 2037 spätestens zugesperrt werden. Also Kohlekraftwerke werden mindestens in Europa eins nach dem anderen zugesperrt, mal mehr, mal schneller, mal langsamer. Bei uns in Österreich ist das letzte in Mellach gelaufen, bis 2020, Anfang 2020, glaube ich. Also vor gut einem Jahr ist das zugesperrt worden. Aus. Österreichs Strom ist kohlefrei, unter Anführungszeichen, weil ein bisschen an Import haben wir schon. Gut, aber Österreich ist jetzt nicht der klassische Batteriehersteller für den weltweiten Markt. Wo kommen die meisten Lithium-Ionen-Batterien für Elektroautos her? Asien. Sind die bekannt für grünen Strom? Das deute ich als Nein. Sagt Asien, ja, machen wir. 2040 geht sie aus, grüner Strom? Nein, oder? Die Länder unterschiedlich. Mhm. China zum Beispiel sagt, ab 2030 senken sie ab und 2060 sind sie CO2-neutral als Land. Also es dauert noch ein bisschen länger. Gut, aber sie tun was.
Das genau. ist ja für viele überraschend. Ne? Produktion, Strom, grün, es wird sich ändern. Aber bis dahin, da können wir in Europa noch so gut versuchen, CO2-neutral in der Produktion den Strom zu generieren, solange die Länder, die großen Player sind und die großen Produzenten, wie soll da der CO2-Fußabdruck von so einem Elektroauto besser werden? Produktion sind wir nicht mehr, gell? Mhm. Mhm. Naja, das ist dann wahrscheinlich eine abendfüllende Diskussion für weitere Veranstaltungen. Das Thema, was es schon gibt, ist das Thema des CO2-Offsettings. Ich sage, ich tue etwas Gutes, weil am Ende des Tages ist dem Eisbären auf seiner Scholle ganz egal, wo das CO2 herkommt, ja, von links oder von rechts vom Globus. Und ich tue etwas Gutes, das heißt, ich versuche das, was ich an CO2 ausstoße, in irgendeiner Form durch Dinge wieder gut zu machen. Der Klassiker ist Wald oder erneuerbare Energie, um hier ein Carbon Offsetting oder einen Ausgleich zu schaffen. Und das machen, man kann jetzt diskutieren, ob das jetzt gut oder schlecht ist, also ob das wirklich ehrlich ist, wenn ich sage, ich leiste Abbitte und, mhm. und mache ein Greenwashing, ja, wie es eben ja. Auch genannt wird, kann man jetzt diskutieren, ob das gut oder schlecht ist. Aber es ist eine Möglichkeit, um jetzt schon, und das machen Unternehmen auch und Hersteller auch, um hier das bilanziell das CO2 nach unten zu bekommen. Ja. Also unterm Strich, ein Elektroauto ist klimafreundlicher in der Produktion als ein Auto mit Verbrennungsmotor. Na? Habe ich es falsch interpretiert? Ich finde, das ist irrelevant. Das ist irrelevant. Denn das Entscheidende ist nicht die Produktion des Autos, mhm. sondern das Auto hat eine Funktion. Wir nützen es zum Autofahren. Ja? Und bitte, wir müssen vom Rohstoff bis zum Recycling müssen wir den Prozess des Autofahrens bilanzieren. Ja? Und da mögen wir jetzt noch bei der Produktion gewisse Nachteile haben, die, wenn dann Batterien in Europa produziert werden, sich verbessern werden, bin ich voll überzeugt. Vielleicht werden auch die OEMs, wenn sie einkaufen, irgendwann einmal sagen, ich möchte aber eine Batterie mit einer besseren Bilanz haben und so weiter. Und dann wird man sich woanders auch darauf einstellen. Ja? Aber das Entscheidende ist die also über den gesamten Lebenszyklus. Mhm. Das müssen wir bewerten und nicht jetzt irgendein Teil hier herauspicken. Insofern bin ich da, müssen wir über die Nutzung reden und was wir im gesamten Lebenszyklus einsparen. Sie schauen schon alle, wann kommen wir endlich zur Nutzung und wann kommen wir endlich zum Recycling von dem Ganzen. Kurze Präsentation des Ergebnisses von der Umfrage. Welchen Personenkraftwagen würden Sie sich kaufen, wenn der Anschaffungspreis immer der gleiche wäre? Und da zur nicht großen Überraschung auf Platz 1 das Elektroauto, danach die Brennstoffzelle, Hybrid, Diesel und Benzin ganz zum Schluss. Haben wir eine Frage aus dem Online-Bereich? Vielen Dank für die angeregte Diskussion bisher. Und tatsächlich gibt es einige Fragen aus dem Online-Publikum. Ich würde die einfach mal genauso vorlesen, wie sie uns eingegeben wurde. Zum Teil wurden sie auch schon beantwortet. Die erste Frage. Netzstabilitätsmaßnahmen sind jetzt schon an über 250 Tagen notwendig. Wie ist ein Wachstum an E-Fahrzeugen mit zu langsamen Wachstum des Stromnetzes überhaupt vereinbar? Also, ich habe die Ehre und Freude, auch bei einigen Energiekonzernen zu beraten, in Aufsichtsräten und darüber hinaus. Die haben natürlich längst Simulationen gemacht, was es bedeutet, wenn 20, 30, 40, 50, 60% unserer PKWs Elektrofahrzeuge sind. Für Österreich kann ich sagen, darüber hinaus träumen wir es nicht zu beantworten, für Österreich kann ich sagen, es ist kein Problem. Unser Netz wird stabil bleiben. Es ist ein sehr, sehr gutes Netz. Österreich hat vernünftigerweise darauf gesetzt, also die
zuständigen Konzerne, für die jeweiligen Netzgebiete zuständigen Konzerne haben sehr darauf gesetzt, dass dieses Netz ein stabiles ist. Es gibt ein paar Schwachstellen, die man benennen kann. Das ist ein 83 kV-Ring durch Österreich, den wird man vollständig brauchen. Den werden wir in ein paar Jahren hoffentlich vollständig haben. Aber im Großen und Ganzen ist das ein sehr, sehr stabiles Netz. Was nicht heißt, dass einmal ein Stromausfall von einer halben Stunde in Leoben passieren kann. Da genügen zwei kleine Backer, um das zu bewirken. Okay. Aber die große Blackout. Die nicht schauen auf die Dinge. Ja, das große Blackout. Nicht von Elektrofahrzeugen. Das jetzt na, ganz sicher nicht. Auch nicht von den Photovoltaikanlagen. Also, falls das wer glaubt, dass wir, wenn wir ein paar hunderttausend Photovoltaikanlagen in Österreich haben werden und die werden wir haben, dass die ein Problem sind für die Netzstabilität, das ist Unsinn. Das ist grober Unsinn. Auch diese Blackout-Diskussionen, die jetzt stattfinden, haben sicher irgendwelche Interessenten, also mindestens der Journalismus hat daran ein Interesse, weil das eine spannende Fantasie ist, was das heißt, wenn wir eine Woche Blackout haben. Das ist, tun es mit Prügeln dann, aber das ist tatsächlich für Österreich nahezu unvorstellbar, undenkbar. Nämlich aus technologischen Gründen, das sagen einfach die Starkstromtechniker, die wissen, wie unser Netz funktioniert. Trotzdem kaufen alle Konserven. Nächste Frage. Wie irre. Konservenproduzenten, ja. Der Ursacher der Debatte sind. Bitte. Gut, bevor die nächste, ich übersetze das kurz für Sie, weil Sie das dann gehört haben, bevor die nächste Frage kommt, kommt noch zu diesem Themenbereich ein kurzes Kommentar aus dem Publikum. Der Kollege Rolf Frischknecht von der ETH Zürich hat das ausgerechnet und auch eine Studie darüber geschrieben im letzten Jahr. Und im Endeffekt scheitert es nicht an den Netzwerkkapazitäten, denn um die Pariser Klimaziele einzuhalten, müssen wir prinzipiell erneuerbare Energien hochfahren. Und sofern wir erneuerbare Energien hochfahren müssen, müssen wir auch die Netze ausbauen. Also diese Frage, was passiert mit Elektroautos, haben wir genug Strom dafür, stellt sich in Wirklichkeit nicht, weil wir müssten die Elektroautos zwangsläufig mit erneuerbaren Energien betreiben und damit müssen wir auch die Netze automatisch ausbauen. Aber selbstverständlich tun wir das. Also in der Steiermark sind es jährlich mehrere Dutzend Millionen, die wir in den Netzausbau investieren, weil sich das einfach kehrt und das machen wir traditionellerweise schon. Seit spätestens 1945 investieren wir einen guten Teil der Einnahmen, die die Netze haben. Wie Sie wissen, ist das ungefähr ein Drittel dessen, was Sie zahlen als privater Haushalt. Nur fürs Netz, da können Sie Strom sparen, so viel Sie wollen. Sie zahlen trotzdem dieses Drittel. Das andere Drittel sind Steuern, wo Sie vielleicht ein bisschen was reduzieren können, wenn Sie den Verbrauch reduzieren. Und nur ein Drittel ist der echte Kilowattstundenverbrauch, den Sie haben. Das Geld wird reinvestiert zu einem guten Teil. Das ist ja hochgradig reguliert. Also Konzerne dürfen mit diesen Einnahmen kaum Gewinn machen und der muss, wie gesagt, reinvestiert werden in die Verbesserung des Netzes. Ich kann nur sagen, zum Status quo und auch in den nächsten 5 Jahren droht da überhaupt nichts. Also da brauchen Sie keine Sorge haben, dass ein Blackout daherkommt. Außer eben diese kleineren Ausfälle, die es immer gibt und immer geben wird und geben muss. Okay. Die halten uns auch auf Trab, das ist gut so. Das Training. Block dann auch gleich beginnen. Es geht auch noch um das Thema Individualverkehr. Die Aussage war, wenn man überhaupt ein Auto braucht. Wie ist das Konzept Individualverkehr und Folgeinfrastruktur wie Straßen, Tunnel, Ladestationen mit dem Konzept Nachhaltigkeit vereinbar? Herr Bomberger, Sie haben Luftkult? Schwierige Frage. Mhm. Ich meine, der umweltfreundlichste Kilometer ist der, der nicht gefahren wurde. Ja? Und dass hier Mobilitätskonzepte zu überlegen sind und anzupassen sind und weiterzuentwickeln sind und öffentlicher Verkehr und Dings, das bin ich ganz voll überzeugt. Aber ich muss ganz offen sagen, da bin ich nicht Experte. Also. Der Hans Jonas, ein Philosoph, hat gesagt, als Imperativ, als sozusagen Generalnorm, handle so, dass die Wirkungen deiner Handlungen verträglich sind mit der Permanenz echten menschlichen Lebens auf Erden. Ich glaube, das können wir unterschreiben, oder?
Und das kann es jetzt jeder auch nach dem Individualverkehr, wie der Name schon sagt, etwas ist, was wir sehr individuell auch entscheiden, nämlich zum Beispiel den Autokauf, die Autoverwendung, wo wir die Schüssel hinstellen und so weiter. Also das sind sehr, sehr viele wirklich individuelle Entscheidungen, die da dran hängen. Kann sich jeder mal überlegen, ob sozusagen sein Handeln in diesem Bereich, in diesem kleinen Segment des individuellen Lebens, ob die wirklich nachhaltig sind. Auch durchaus in dem Sinne, dass, wenn man sich vorstellt, jeder würde so handeln. Sie kennen das andere wichtige Gebot. Wie heißt das, diese goldene Regel? Was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Oder was so du ähnlich. Nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen danke. Zu. Was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. So, also da gibt es ein paar so ganz einfache Regeln der Moral, die jeder von uns, glaube ich, kennt da ungefähr. Das sind auch die 10 Gebote und was weiß ich. Das kann man durchaus auch da anwenden und dann kommt man drauf, naja, ist das weltverträglich? Ist das menschenverträglich, was ich da mache? Ist das naturverträglich? Und noch einmal, manche brauchen ihr Auto, weil das beruflich und aus anderen Gründen einfach absolut notwendig ist und man fährt auch dann hoffentlich, weil dann das beweist es, seine 50, 60, 70.000 Kilometer im Jahr, wenn man irgendwie Vertreter ist zum Beispiel. Und dann gibt es die sogenannten Sonntagsfahrer, wo ich mich schon frage, ist das unbedingt notwendig? Gibt es da nicht eine andere Möglichkeit, für die 2 Tonnen Stahl verwendet zu werden. Ja. Ein bisschen provokant formuliert, aber ein bisschen spüre ich das an Sie individuell zurück und jeder sollte sich das auch überlegen. Die öffentliche Hand tut eh ein bisschen. Jetzt gibt es dieses Klimaticket, kann sich auch wieder jeder überlegen, kaufe ich mir das, kaufe ich mir es nicht, fahre ich ein bisschen mehr mit der Eisenbahn oder nicht. Herr Rothbart? Ich möchte ein bisschen philosophischer weitermachen, weil wenn ich das nur auf den Verkehr oder auf den Individualverkehr sehe, ist das meiner Meinung nach vielleicht eine Spur zu eng gedacht. Ja? Vielleicht müssen wir uns langfristig einfach überlegen, dass ich sage, ich habe ein CO2-Konto, aber jetzt nicht für mein Auto oder für die Produktion von meinem Auto oder die Nutzung oder das Recycling, sondern für mich selbst persönlich. Und ich überlege mir dann persönlich, so wie ich ein Konto habe und ich habe ein Guthaben hoffentlich auf mein Konto, dass ich das Gleiche mit CO2 mache. Dass ich dann sage, okay, ich überlege mir jetzt, ich kaufe mir kein Auto und gehe alles zu Fuß oder fahre alles öffentlich, aber dafür leiste ich mir einen Urlaub auf Hawaii. Weil ich sage, okay, wenn ich da einmal rüber chatte, dann stoßt das auch CO2 aus. Ich habe letztens auch eine ganz spannende Studie gelesen, die habe ich dann auch bis zu einem gewissen Grad lustig gefunden, über den CO2-Ausstoß eines Hundes. Ich sage, okay, so ein Hund, so ein mittelgroßer Hund, stoßt so viel aus, wie die eine Batterie in der Produktion an CO2 ausstoßt. Ne? Vielleicht überlege ich mir, ob ich mir einen Hund, ich überlege mir noch nicht, schaffe ich mir einen Hund an oder dann, nicht. Dann oder doch kein Hund, Elektroauto oder Hund. Also vielleicht muss ich das ein bisschen größer denken. Okay, er hat mal einen Film gegeben mit der Lebenszeit auf der Uhr. Vielleicht kommt die Geschichte mit der CO2-Uhr. Ja. Wichtige Frage. Der schon erwähnt wurde, hat mit dem Begriff eines Paris-verträglichen Lebensstiles geprägt. Und Paris verbindet man jetzt mit irgendwie sehr angenehmen Dingen. Insofern gefällt mir der Titel. Aber mahnen tut er damit natürlich genau das, was Sie gesagt haben. Dass man... Wir emittieren jetzt im Schnitt, wir Österreicherinnen und Österreicher, 8 Tonnen CO2, Treibhausgase pro Jahr. 8 Tonnen pro Person. Das ist zu viel, das ist definitiv zu viel. Ich glaube auch nicht, dass wir auf Null runterkommen, wirklich saubere, solide, bilanzielle Null, das wird es nicht spüren. Aber mal diesen Lebensstil so zu verändern, in Ihrem Sinnen, dass man im Schnitt über 10 Jahre pro Jahr 2 Tonnen emittiert etwa, sagt mir der Gerfried. Das wäre schon einmal Paris-kompatibler als das, was wir jetzt machen. Indem wir unglaublich viel fliegen, weil es eben nur 50 Euro kostet, Berlin hin und retour. Das ist so und das wird sich auch nicht so schnell ändern, das mit den Preisen, nämlich aus bekannten Gründen, wird sich da nicht so viel abspülen. Auch der Staat wird sich da nicht trauen, so massiv einzugreifen, dass das plötzlich 500 Euro kostet, was es vielleicht kosten müsste, damit die Leute anfangen zu reagieren. Aber sich das zu überlegen, das mit dem Fliegen und natürlich auch das mit der Individualmobilität. Das sind so die 2 größeren Dinge, wo man derzeit, wenn man kein elektrisches Auto hat, so einer Diesel- oder Benzinauto,
die größeren Bereiche, wo man viel emittiert. Dann kommt noch die Ölheizung daheim, die hoffentlich eh bald draußen ist. Also auch das Pfeifen, die Spotzen von den Dächern, das ist aus. Ölheizung ist aus, Gasheizung auch. CO2 ist noch ein bisschen abstrakt, kommt mir vor, für viele Menschen. Ja? Ich würde das sogar noch eine Stufe höher stellen und sagen, das hängt sehr stark mit unserem Ressourcenverbrauch aus. Sie haben die 8 Tonnen CO2, die wir verbrauchen gehabt. Wir könnten jetzt auch noch den Ressourcenverbrauch, das, was wir an Gütern in Tonnage brauchen, ja, das ist nämlich auch ein Ansatz. Das bewegen wir uns jetzt allerdings von der Mobilität weg sondern ja, zu einer allgemeinen Nachhaltigkeitsdiskussion. Ja. Da müssen wir uns dann sehr viele andere Fragen stellen. Aber ich denke auch der Ressourcenverbrauch, denn alles, was wir verwenden, als Produkte verwenden, ist irgendwo hergestellt und hat einen entsprechenden Rucksack. Also dieser Ressourcenverbrauch, das ist damit, kommt mir vorher auch sehr stark gekoppelt. Gibt's vielleicht eine, leichter verständlich. Gibt es noch eine Frage aus dem Online-Stream? Wie viel Zeit haben Sie denn noch? Es gibt tatsächlich noch weitere Fragen. Ein Thema, was auch im Stream diskutiert wurde, ist tatsächlich das Thema des CO2-Ausstoßes und des Ressourcenverbrauchs, wie wir es schon angesprochen haben. Und die Frage ist ganz klar, wie sieht es sozusagen beim CO2-Anfall insgesamt aus, der Vergleich E-Auto gegenüber Verbrenner? Das haben wir jetzt ja auch schon diskutiert. Ja. Ich denke, da sollte das sozusagen funktionieren. Mhm. Eine Frage, die ich leider nicht weiter spezifizieren kann, ist noch, wie sieht die Implementierung von Elektroautos in Entwicklungsländern aus? Und dann würde ich mich an dieser Stelle wieder an den Chat verabschieden und auch nochmal das Publikum hier vor Ort animieren, Fragen an die Runde zu stellen. Elektroautos in Entwicklungsländern. Bevor wir in die Pause gehen, hat irgendjemand, Herr Rothbart? Jetzt, das heißt, Entwicklungsland würde ich es jetzt nicht bezeichnen. Ich kenne nur Beispiele aus China und Indien, das sind jetzt keine Entwicklungsländer per se, aber das Thema ist ja, dass ich sage, ich habe noch keine ausreichende Infrastruktur, um jetzt Elektroautos auch ordentlich zu laden, und dort geht die Richtung in Richtung Batterietausch, also swappable Batterien. Für Indien zum Beispiel, das ist vielleicht jetzt nicht das Auto, sondern der Scooter, also so das klassische Mofa und Moped. Und Elektromobilität, ich sage, ja. Ich fahre dorthin zu meiner Tankstelle oder zu meiner Werkstätte oder was auch immer, mache den Sitz auf, Batterie raus, frische Batterie rein und fahre wieder weiter. Also muss man sich halt leisten können. Muss man sich dann leisten können, ist ein Thema. Aber das ist eine Möglichkeit, Batterietausch, um vielleicht hier voranzukommen. Guter Ansatz, ja. Ein Schritt weiter, also was ich kenne aus dem Süden, aus dem globalen Süden, sind so Mikro-ÖV-Systeme und Sammeltaxi-Systeme. Die sind dort viel üblicher als bei uns. Also das ist in Simbabwe zum Beispiel die alltägliche Mobilität von Pendlern, dass sie mit Minibussen unterwegs sind. Die kann man tatsächlich elektrifizieren mit Tauschsystemen beispielsweise, und das ist nicht so schwierig, da ein entsprechendes Produkt anzubieten, auch zu einem sehr günstigen Preis anzubieten. Ich glaube, dass die Mobilität im Süden langfristig, jedenfalls in Afrika, anders ausschauen wird als bei uns. Oder wir lernen aus dem Süden. Also ich sehe ja, in der Steiermark jetzt schon Mikro-ÖV-Systeme für Leute, die kein Auto haben oder kein Auto haben können, irgendwie mobilitätsbehindert sind, also nicht so der Durchschnittsmensch, einfach der Normmensch sind. Und ich halte das eigentlich für kluge Systeme, dass man aus dem letzten Graben noch irgendwie mobil sein kann, weil dass Mobilität eine Art Grundrecht geworden ist, da sind wir uns wahrscheinlich auch einig. Also ich glaube nicht, dass wer sagen kann, bloß weil man in Krakau-Schatten daheim ist, soll man nicht an der Gesellschaft teilhaben dürfen. So, und jetzt kann sich aber nicht jeder Auto leisten oder kann nicht jeder Auto fahren. Wenn man alt ist, wenn man behindert ist, was weiß ich warum, wenn man das Geld dafür nicht hat. Und deswegen glaube ich, dass man da durchaus auch aus dem Süden lernen können. Ja? Das behaupte ich einmal, dass man da durchaus auch Mobilitätssysteme sozusagen, nicht nur einzelne Elemente daraus, sondern wirklich Systeme ein Stück weit hierher übertragen kann. Und so sind wir quasi fast schon mittendrin in der Nutzung, in welcher Form auch immer. Wir machen in 5 Minuten weiter. Dankeschön.
Willkommen zurück aus der Pause. Die ganze Wahrheit über E-Autos, die Mobilität der Zukunft. Willkommen zum ersten Open Science Diskussionsabend von der Montanuni in Leoben. Liebe Grüße live aus Leoben. Danke, dass viele zugeschaltet haben und vielleicht noch ein paar dazugekommen sind. Vier Themenbereiche haben wir. Zwei haben wir schon hinter uns. Die Produktion, die Ressourcen und wir kommen auch zur Nutzung und zur Verwertung von Elektrofahrzeugen. Bevor wir in Themenblock Nummer 3 starten, kommt eine Frage aus dem Publikum. Wir haben jetzt relativ viel über Klimaaspekte, Treibhausgasaspekte und die Zukunft geredet. Was momentan noch zu kurz gekommen ist, ist der soziale Aspekt. Also wie schaut es gerade aus beim Ressourcenabbau, wenn wir über Coltan reden, über Kobalt, Uganda, Kinderarbeit, großteils Kinderarbeit, wo die Industrie momentan noch wegschaut. Wie können wir es schaffen, dass auch das sozial verträglich wird und dass wir die Kinderarbeit ausmerzen können? Herr Bromberger, wir haben am Anfang gesprochen und ich habe gesagt, wir kennen alle die Videos und die Fotos, die gerade angesprochen worden sind. Wie geht es da weiter? Das ist, also kein Zweifel, das ist nicht tolerabel. Ja? Aber der Herr Kollege hat das vorher schon angesprochen. Es gibt die Möglichkeit, oder das wird zukünftig immer mehr kommen, dass man die Lieferketten von der Entstehung des Rohstoffes bis zum Produkt sozusagen verfolgen wird können. In gewissen Bereichen gibt es das auch schon so. Ja? Sie können einen Diamanten zurückverfolgen bis zur Mine, wo er gewonnen wurde. Ja? Das ist jetzt vielleicht ein Extrembeispiel. Mhm. Aber an solchen Verfolgungssystemen, teilweise kann man da auch mit Tracern arbeiten, dass man rückverfolgen kann, sagen, aus welchem Gebiet kommt denn das überhaupt. Ja? Ich glaube, dass das eine Möglichkeit sein wird und vielleicht auch die Verpflichtung, dass der Rohstoffe verwendet, nachweisen muss, dass sie aus sauberen Quellen kommen. Also das ist sicher machbar. Also muss man fast sagen, ist es sozial vertretbar, mit diesem Hintergrund wissen, dass das so passiert, der Abbau, dass man ein Elektroauto fährt oder kauft? Aber noch einmal, in all unseren Produkten, die wir so unglaublich gerne verwenden, stecken auch Rohstoffe drinnen, die problematisch sind. Das sind Problemrohstoffe, die überall drinnen stecken. Also bis hin zu Ihren Brillengläsern kann Ihnen nachweisen, dass da auch menschenrechtsproblematische oder sensible Rohstoffe drinnen stecken, im geringsten Ausmaße. Hier zum Beispiel Gold. Gold ist, darüber wird nicht gern geredet, aber Gold ist natürlich, kann aus sehr problematischen Quellen kommen, wo Menschenrechte mit Füßen getreten werden, oder aus unter Anführungszeichen grünen Quellen. Also zum Beispiel gibt es grün gelabeltes und sehr, sehr genau in seiner gesamten Entstehung, Abbau und so weiter dokumentiertes Gold aus Kanada. Man kann Gold aus Kanada kaufen. Das kostet ein bisschen mehr als am Weltmarkt das Gold. Klar, wenn es höheren Ansprüchen genügt. Und da kann man dann ziemlich sicher sein, dass das sauberes Gold ist. Also was zumindest diese ganze Menschenrechtsproblematik betrifft, Arbeitnehmerrechte, keine Kinderarbeit und. Das sind viele sehr komplexe Dinge. Das Lieferkettengesetz kommt ganz sicher, weil das schon eine Direktive der Europäischen Union ist und wir das einfach nur umsetzen müssen. Wenn diese Regierung wieder ein bisschen in Tritt kommt, wird sie das auch machen, dieses Gesetz. In Deutschland ist es schon erlassen. In Deutschland gibt es bereits das Lieferkettengesetz, nur sehr moderat für sehr große Betriebe, dass sie das auch leisten können, da genau reinzuschauen. Aber das wird sich fortsetzen bis dann zu den mittleren und auch kleineren Unternehmen, dass es völlig klar ist, wenn ich Rohstoffe beispielsweise aus dem Süden verarbeite, dass ich ein Stück weit auch verantwortlich bin, zumindest für die Dokumentation, wie diese Rohstoffe extrahiert wurden, bis sie bei mir drinnen sind, in geringsten Mengen in diesem Produkt, was auch immer das dann ist. Und nochmal, da ist nicht allzu viel Unterschied zwischen Elektroauto und konventionellem Auto. Okay. Da ist nicht so viel Unterschied. Und vielleicht ist es sogar gut, dass es beim Thema Elektroauto so genau erforscht worden ist, wie schlimm diese Abbau Geschichten da laufen, dass sich dann jetzt endlich etwas tut und das nicht mehr passiert. So ist es. Können wir quasi im Nachhinein froh sein, dass so kritisch darüber berichtet worden Vielleicht ist. Vielleicht nur ein kleiner Aspekt, der aber die Unternehmen mittlerweile schon auch ein bisschen Kopfschmerzen bereitet. Es gibt einen nicht finanziellen Berichtsteil im Quartalsbericht oder im Jahresbericht eines Unternehmens, wenn man die Bilanz darstellt gegenüber der Hauptversammlung. Da gibt es einen nicht finanziellen Berichtsteil, der ist derzeit noch relativ gering und eigentlich sehr unterschätzt.
Auch da wird es in den nächsten 2-3 Jahren auf der Basis von Verordnungen der Europäischen Union sehr, sehr viel tun. Du musst genauer berichten, was du tust, zum Beispiel, um dein Unternehmen klimaneutral zu machen. Klimaneutralität ist nicht einfach nur mehr so ein Stichwort oder ein Schlagwort. Die meinen das wirklich ernst. Die meinen das ernst. Wir müssen klimaneutral werden, und zwar auf allen Ebenen, in allen Organisationen, die es gibt. Ob das jetzt Universitäten sind, die entsprechende Pläne zu beschließen haben, oder Medienunternehmen oder Unternehmen, die das in der Marktwirtschaft bewähren müssen. Das ist sozusagen ein selbstverständliches Ziel, so wie man eben auch Gewinn machen muss oder wie wir Studierende ausbilden sollen und müssen, und weil das unsere Berufung ist sozusagen. Themenblock Nummer 3, Nutzung von Elektrofahrzeugen. Wir haben dazu auch wieder eine Umfrage. Bitte mit dem QR-Code die Frage aktivieren. Schätzen Sie den Anteil an voll elektrisch betriebenen Fahrzeugen bei Neuzulassungen in Österreich im Jahr 2020? 54,3, 6,7, 6,4 oder 1,8%. Ihr habt die Lösung schon da. Wir reden am Ende des Blocks darüber. Nutzung, Elektrofahrzeuge. Nutzen wir das Thema Auto überhaupt richtig? Wer möchte beginnen? Ich glaube, es hat jeder was dazu zu sagen. Nutzen wir es grundsätzlich richtig? Ja, hey. Ich habe schon lange nichts mehr gesagt. Prinzipiell, man weiß ja, wie viel Prozent man wirklich mit dem Auto unterwegs ist und wie viel es steht, de facto. Ja. Das ist sicher mal ein ganz großer Punkt. Ich meine, da war dieses Thema mit dem Individualverkehr und so weiter, das heißt das Carsharing oder sonst irgendwas, ein gewisses Thema. Was ich ja glaube, aus einem persönlichen Bereich raus, ich kriege jetzt mein E-Auto, also Firmenauto, das ist ein E-Auto, auf das warte ich jetzt schon hart, hätte eigentlich im September kriegen sollen. Willkommen im Club, es wartet jeder. Es wartet ja jeder, genau, wurscht, ob es E-Auto ist oder nicht. Ich glaube, da ist eine gewisse, bei der Nutzung selber. Meine Frau ist zum Beispiel so, wenn die einen halben Tank hat, kriegt sie schon, oder sucht sie schon die nächste Tankstelle. Ja? Das heißt, da ist eine gewisse Umgewöhnung. Aber das sind eben zwei Aspekte. Einerseits nutzt man Auto generell richtig. Ist es ein Fahrzeug oder ein Stehzeug? Oder das andere ist halt eine Umgewöhnung. Das ist einfach eine Routine, die dann halt reinkommt, glaube ich. Also ich glaube, dass es schon zwei Game Changers gibt, was unser Mobilitätsverhalten im Alltag betrifft. Klingt ein bisschen banal, aber dieses Elektroradl, das Elektrofahrrad, tut tatsächlich was in unserer Alltagsmobilität. Vor allem, wenn wir in urbaneren Bereichen wohnen, also Leoben, Bruck, Kapfenberg, Graz, so wird es Zuschlag. Weil nämlich der Radius, mit dem wir uns da halbwegs kommod bewegen können, deutlich gestiegen ist. Das estimieren die Österreicherinnen und Österreicher auch, also die schätzen das auch. In Österreich werden jährlich ungefähr 400.000 Räder verkauft, wesentlich mehr als Autos. Bei den Autos sind wir bei nicht einmal 300.000 im Moment, wird sich aber wieder erholen auf wahrscheinlich in der Größenordnung 300.000. 400.000 Räder werden verkauft, 200.000 davon sind Elektroräder, also die Hälfte, 50% bereits. Dadurch, dass, wie gesagt, der Radius steigt, glaube ich, dass in der Alltagsmobilität das Radfahren an Bedeutung gewinnen wird, insbesondere, wie gesagt, im urbanen Bereich. Zumal nicht nur das Land Steiermark kräftige Fördermittel für Gemeinden frei gemacht hat, mehrere zig Millionen Euro, damit Fahrradinfrastruktur für den Alltag ausgebaut wird. Das heißt, dieses Fahrradfahren wird auch sicherer. Auf einer Landstraße mit Radl fahren, unter uns gesagt, ist nicht so meins. Ja. Wenn da aber ein gescheiter Radlstreifen ist oder Radlweg ist, ein ordentlicher abgetrennter, glaube ich, werden die Leute anfangen, dieses Sicherheitsgefühl zu entwickeln, auch dort mit Fahrrad zu fahren. Wenn es um diese 3, 4, 5 Kilometer geht, vielleicht zum Bahnhof und dann einzusteigen in die S-Bahn. Auch das war, wie Sie wissen, zumindest für nicht wenig Leute ein Gamechanger, die S-Bahn. Dass man alle halbe Stunde dorthin kommt, wo man eigentlich hin muss. Das heißt, mit relativ wenig Wartezeit. Ich glaube, dass diese, hat auch was mit Internet zu tun, dieses Zusammenschachteln von intermodalen Mobilitätsketten, das ist, da ist Musik drinnen. Weil ich vorhin gesagt habe, aus dem Süden lernen, diese Carsharing oder Mikro-ÖV oder selbst Lastenräder, das sind alles Erfindungen des Südens.
die kommen aus Indien, die kommen aus Afrika. Wir tun nur so, als wäre das so was Cooles, Skandinavisches oder so. Das ist alles über Umwege aus dem Süden gekommen zu uns. Also wie gesagt, das ist ein mittlerweile wechselseitiger Lernprozess. Und ich glaube nicht, dass es sozusagen eine arrogante, nördliche Haltung sein sollte, die wir einnehmen, sondern den Süden sehr ernst nehmen sollten, um gemeinsam eine nachhaltige Welt zu entwickeln. Wir sind nicht die Segensbringer. Natürlich, ein Elektroauto ist schon im Norden entwickelt worden. Das ist was Hochtechnologisches, sehr Komplexes. Aber es gibt andere systemische Änderungen, die vielleicht vom Süden in den Norden kommen. Herr Robert, Sie wollten unbedingt über die Nutzung von Elektrofahrzeugen sprechen. Jetzt geht es aber richtig los. Genau. Ja, Nutzung von Elektrofahrzeugen war vor kurzem auf einer Konferenz und da hat der Vertreter von Porsche, die haben eine Statistik gemacht über die Nutzung von Porsche Taycans. Mhm. Jetzt weiß ich nicht, ob das so repräsentativ ist für Fahrzeuge, müssen wir dann später diskutieren. Aber es kommen auch bei anderen Fahrzeugen ähnliche Statistiken raus und die haben erhoben und haben gesagt, die Porsche Taycan-Fahrer, 90% der Porsche Taycan-Fahrer fahren am Tag weniger als 100 Kilometer. So. Weil wir dann vielleicht ja auch in das Thema Batterie und Reichweite kommen, weiß ich nicht, ob man das jetzt richtig nutzt oder nicht. Da gibt es sicher dann schon einen Bereich im unteren Bereich, weil dann gibt es noch einen guten Teil, der dann nur die 40 Kilometer am Tag fährt, Kinder zum Kindergarten bringen, einmal schnell im Einkaufen im Supermarkt ums Eck und das war's dann. Ne? Und da ist dann die Frage, ob man eben in der Mobilität eben nicht dann auf Alternativen umsteigt, wie zum Beispiel Elektrofahrräder. Haben Sie eine andere Studie außer von Porsche Taycan-Fahrern noch auf Lager? Ein bisschen repräsentativer, nur ein Hauch. Nein, wir haben uns das angeschaut in verschiedenen Regionen, also das schaut überall ähnlich aus. Ja. Die 90% sind es vielleicht jetzt nicht, aber alles ist irgendwo bis 100, 150, 200 Kilometer. Das ist schon sehr viel. Das ist schon sehr, sehr viel. Das verschiebt sich natürlich klassisch in den USA, ist es ein bisschen weiter nach oben, die Kurve. Also die ist eine etwas höhere Kilometeranzahl, aber es ist alles ähnlich, das ist eigentlich alles unten abspielt und die langen Distanzen fahren wir eigentlich nicht. Braucht man für diese Distanzen da unten überhaupt ein eigenes Auto? Braucht jeder eins? Ich glaube, das ist eine sehr individuelle Frage. Es braucht einen individuellen Mobilitätsmix. Mhm. Und der, das hat mir sehr gut gefallen. Und ich versuche das jetzt ein bisschen so von der generischen Ebene ein bisschen auf die individuelle herunterzubrechen, weil ich bin ja der fährt oder fahren muss oder mehr oder weniger fährt oder auch ich bin der entscheidet, was ich tue. Ja? Und ich kann mir das jetzt also nicht vorstellen, ich meine, ich wohne in Eisenerz und pendle nach Leoben, ja? Also in der Metropole der Obersteiermark. Ja? Eisenerz? Eisenerz, ja. Das sind genau 30 Kilometer und 500 Höhenmeter. Das täte ich gerne mit dem Radl fahren, aber so fit bin ich nicht mehr. Das geht ja nur zwei Wochen, weil sonst liegt Schnee, oder? Mit dem Elektrofahrrad vielleicht. Ja. Nein, aber mit dem Pendeln, also die Leute, die pendeln, werden sich schwer tun, weil öffentlich ist das einfach nicht mit dem Job nicht vereinbar. Ja. Aber wenn man sich das dann anschaut, und da muss man sich manchmal wirklich, da muss man einen Schritt machen selber. Da muss man sich selber ein bisschen sagen, und jetzt tust du mal was. Ja. Bei mir hat das beim Zugfahren einige Zeit gedauert. Ich war einfach anders sozialisiert, sage ich jetzt einmal. Ja. Aber ich muss sagen, ich gehe beim Büro hinaus und bin 100 Meter weiter am Bahnhof. Und ich fahre oft nach Wien hinaus. Ja, ich fahre halt jetzt, machen wir erst am nächsten Tag in der Früh zurück. Ja, und nehme den Frühzug zurück. Und weil sich das mit dem Elektroauto, mit dem Aufladen nicht so ganz ausgeht unter Umständen. Ja. Also es beeinflusst mich das Elektroauto in meinem Fahrverhalten. Ja? Ich fahre mehr Zug und ich habe vielleicht auch etwas, das vielleicht könnte ich auch empfehlen. Ich habe ein individuelles Ziel mir gesetzt, meine Autokilometer zu halbieren. Und das ist gelungen. Und warum ist es gelungen? Ja, weil wir heute die Hälfte der Sachen mit Videokonferenzen machen. Das ist nämlich die Verbindung, die Elektromobilität, also die Mobilität wird möglicherweise durch Zoom stärker beeinflusst als durch alle anderen Dinge. Also da gibt es
Einflussfaktoren, die also hätte ich persönlich nie so gesehen. Aber ich fahre nur mal die Hälfte. Sie sind ein positives Extrembeispiel, was Mobilität betrifft. Wie viel muss sich jeder verändern, damit, wie soll ich die Frage stellen? Damit wir die Welt retten? Ja. Ja. Wie weit aus der, das Auto muss vor der Tür stehen, Komfortzone muss jeder herausgehen? Ich glaube nicht zu 100%, aber zu einem Teil. Aber wie viel? Was sollte jeder bereit sein zu tun? Innerhalb Europas mit der Eisenbahn fahren. Insbesondere bei Dienstreisen, aber auch im Urlaub, wenn es geht. Also sozusagen diese Kurz- und Mittelstreckenflüge, die sie so durchgesetzt haben im Zuge von Ryanair und wie die alle hassen, diese Firmen, die wieder mehr auf die Eisenbahn bringen. Also ich bin für Mobilität, ich bin sehr für Mobilität. Ich glaube, das ist das Projekt Europa, das ich wirklich liebe mit jeder Faser meiner Seele. Ich bin wirklich sehr Europäer, ich finde das großartig, nämlich als Friedensprojekt, weil mir mein Vater und mein Großvater nur erzählt hat, wie das anders ausgeschaut hat. Das wird nur dann aufrechterhalten, wenn wir uns annähern, nämlich sogar physisch annähern. Das heißt, uns gegenseitig besuchen. Deswegen bin ich auch so gern Forscher, weil das dort erfunden worden ist, sozusagen, dass wir uns begegnen, dass wir uns treffen, dass wir miteinander reden. Da kann man tatsächlich die Hälfte davon leicht online machen. Also ein Projektmeeting in Brüssel machen ist Schwachsinn. Zu 15 Brüssel treffen ist Unsinn. Das kann man wirklich online machen, die 2 Stunden, die man sich da zusammensitzt oder 3. Aber andererseits ein Kick-Off-Meeting, dass man sich einmal kennenlernt, dass man einmal das ein Gespür kriegt dafür, was Europa bedeutet, das ist schon was sehr, sehr Schönes, wenn das physisch stattfindet. Und da bin ich für die Eisenbahn einfach. Das funktioniert immer besser, nur bei Weitem nicht so gut wie das Fliegen oder das Autofahren. Aber es wird immer besser. Da gibt es schöne Entwicklungen in die Richtung. Ja. Das wäre das Erste, was ich empfehlen würde. Also innerhalb Europas, zumindest in diesem Umfeld, Umfang von, was weiß ich, einen Tag mit dem Zug fahren. Ich liebe es, mit dem Zug zu fahren. Da habe ich einmal Ruhe, kann ich in Ruhe arbeiten, kann ich meine E-Mails abarbeiten, kann ich Texte schreiben, stört mich keiner. Das Rollmaterial wird besser. Ich würde gerne die Beantwortung der Frage jetzt gleich vorziehen, also nicht am Ende dieses Themas, sondern jetzt. Die Frage war nochmal, es war der Anteil an voll elektrisch betriebenen Fahrzeugen bei Neuzulassungen in Österreich im Jahr 2020 zu schätzen. 54, 6,7, 6,4, 1,8. Das Ergebnis ist falsch. Es sind 6,4% und nicht 6,7, aber trotzdem bravo und gratuliere, ihr wart alle ganz, ganz knapp dran. Ja, also die 54,3% wären Norwegen, die 6,7% sind Deutschland, also da sind wir mehr oder weniger gleich auf, und 1,8% USA. Einfach um zu zeigen, wie weit vorn oder hinten sind wir und stehen wir. Soll Norwegen ein Vorbild für uns sein, was die Elektromobilität betrifft? Leistbare und günstige Förderungen gibt ohne eine Steuer. Soll das ein Ziel auch für uns in Österreich sein? Wenn ich jetzt die Antworten von jetzt nehme, genau die ich jetzt vorher gestellt habe, ist es eigentlich nein, weil wir sollten eigentlich mit dem Radl fahren, mit dem E-Bike, mit dem Zug, sowieso nur 40, 50 Kilometer. Für das brauche ich ja kein und schon gar nicht jeder ein E-Auto. Also, wie sehr soll Skandinavien, sollen die Länder da oben, was die Elektromobilität für uns ein Vorbild sein? Ich finde trotzdem ein großes Vorbild muss es sein, weil auch wenn es die ganzen Ideen gibt oder so, nimm mal einen Österreicher sein Auto weg. Und da jetzt so quasi zu sagen, Car-Auto oder Elektroauto statt Benziner, dann ist das ganz klar die Aussage. Ich glaube, es ist gar keine Frage mehr. Das ist nicht eine Frage von Vorbild. Das passiert ja sowieso. Noch einmal, das stimmt, die Zahl fürs Jahr 2020. Mhm. Jetzt braucht man nur auf die Homepage der Statistik Austria schauen. September 21
sind schon über 20%. Wenn man es bekommt. Elektrische Autos, wenn man es kriegt. Also die haben es offenbar gekriegt. Ja. Das sind Erstzulassungen. Das geht nicht mehr um Vorbild, sondern einfach nur darüber könnte man jetzt wetten, wie schnell geht, dass wir auf die 54% sind, ob das im Jahr 2023 oder 2024 ist. Aber das ist alles schon fad. Aber das passiert sowieso. Diesen Luxus, den dürfen wir uns gönnen. Die Frage ist eher die Absolutzahl der Anmeldungen. Das ist spannender. Also wie viele Autos braucht im Schnitt der Österreicher? Oder wie viele Autos pro 1000 Einwohner braucht man wirklich? Was ist sozusagen der Plafond? Im Moment nimmt das nur immer zu, die Autodichte. Weil da Schüsseln herumfahren, die 20, 30 Jahre alt sind und nicht abgemeldet werden aus irgendeinem Grund, sind schon Oldtimer sozusagen. Auch in Ordnung, habe ich auch nichts dagegen, die gegen ein paar Oldtimer. Aber ich glaube einfach, dass wir anfangen sollten, zumindest im urbanen Bereich, in bestimmten Anwendungsfällen, also wenn es darum geht, die Kronenzeitung zu kaufen ums Eck, nicht mit dem Auto zu fahren. Natürlich nicht von Eisenerz nach Leoben, das ist Unsinn. Das ist eine klassische Autostrecke und wenn man da mit einem Elektroauto fährt, ist das auch völlig in Ordnung. Es ist auch in Ordnung, wenn man nach Krk fährt, dass man mit dem Auto hinfährt, weil das ist wirklich eine Zumutung, noch mit dem Bus hinzufahren. Das geht nicht, womöglich mit Familie. Also es gibt Dutzende Anwendungsfälle eines Autos und das, wenn man so eine Familie hat, eben so eine Lebenskultur hat, dann ist das völlig in Ordnung. Aber ich sehe nicht ein, warum, nein, ich nenne es nicht, weil man dann eben tatsächlich in Österreich relativ schnell auf Widerstand stoßt und Einzelbeispiele dann plötzlich auf dem Tapet hat. Ich glaube, jeder sollte sich überlegen, ob er es wirklich braucht. Ein Auto kostet, wenn man ehrlich rechnet, 300 bis 400 Euro im Monat. Oder? Ja. 300 bis 400 Euro im Monat kostet ein Auto. Jetzt gibt es wieder x Ausnahmefälle, wo man dann mit 248 durchkommt. Aber so, das sagen alle, die irgendwie das halbwegs durchgerechnet haben. Und da sollte man sich, glaube ich, auch schon aus finanziellen Gründen überlegen, bringt es das? Ist der Nutzen groß genug, dass ich mir ein Auto leiste? Oder gibt es nicht andere Möglichkeiten, diese 300, 400 Euro auszugeben und auch großen Komfort, Luxus, Lebensqualität zu haben? Ja, Skandinavien ist ein Vorbild. Wir brauchen den Kosten. Das ist dann natürlich völlig abhängig, wo ich bin. Ne? Ich wohne in Graz und von mir 600 Meter weg ist die nächste TIM-Station, wo ich ein Auto mieten kann um 4 Euro die Stunde. So, ich hab das überlegt. Jetzt teile ich die 400 Euro durch 4, ich bin schlecht im Kopf rechnen, aber da komme ich schon recht weit, also in Stunden. Ich hab das überlegt, wirklich. Ja. Also ich wohne in der Nähe, das ist so ein Carsharing-Modell und wir haben uns das wirklich überlegt, als Familie verzichten wir aufs Auto und mieten ein Elektroauto, wenn wir es brauchen. Mhm. Und der Faktor Komfort und der Faktor Faulheit und Gewohnheit hat dagegen entschieden und gesagt, na, da trauen wir uns nicht drüber. Und ich beneide jeden, der sagt, Auto weg, brauche ich nicht mehr. Es ist der Ort und die Lebenssituation. Ich habe zwei kleine Kinder, jetzt schon ein bisschen größer, aber am Beginn des Lebens brauchen die alle Kindersitze. Jetzt muss ich mir überlegen, wenn ich sage, ich habe zwei kleine Kinder und ich muss alleine diese 600, 900 Meter mit zwei Kindersitzen mir auf den Weg machen. Ich hätte das Auto geholt und wäre dann zu den Sitzen gefahren. Ja, das haben die Kinder nicht zugelassen, weil es so spannend ist, das Auto zu leihen. Ja. Ach so, okay, ja. Genau. Braucht man jeder ein Auto? Ich wollte eigentlich. Der Freund meiner Tochter hat kein Auto. Ich meine, er ist ein Student und vielleicht will er es noch nicht leisten, ja, weil er von seinem Einkommen nicht so viel dem widmen will. Ja. Aber der kommt damit auch, der kommt eigentlich auch überall hin, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Ja. Es ist die Gewohnheit. Die ja, viele es mag auch müssen. Aber das, was ich noch sagen wollte vorher, ist, ich glaube, wir müssen die Zahl, die wir da sehen, ist nicht das Entscheidende. Ja. Die Dynamik, die sich entwickelt. Es muss bergauf gehen. Ja? Und ich glaube, es ist schon eine Frage von Lenkungsmaßnahmen, unterstützt, nennen Sie das Förderungen oder sonst irgendwas, dass wir diese Dynamik, dass das nicht so ist, dass wir jetzt auf diesen 6,4% verharren, sondern dass hier eine Dynamik sich fortsetzt. Und ob wir dann ein paar Jahre hinter die Skandinavier sind oder nicht, das ist eigentlich ziemlich wurscht.
Online-Frage. Online gibt es tatsächlich einige Fragen, von der Wasserstoffinfrastruktur über Car-to-Grid. Es sind einige Sachen, die wir hier noch besprechen könnten und auch wahrscheinlich müssen. Die Zeit wird einfach dafür nicht reichen. Vielleicht, wenn wir zum Thema Recycling, dem letzten Themenpunkt, kommen. Und da würde ich eine Frage aus dem Live-Publikum gerne nach vorne geben. Was wäre denn Ihre Schätzung, in wie vielen Jahren eine Batterie wirklich zu 100% recycelbar ist? Dann kommen wir gleich zu Thema Nummer 5, Recycling. Herr Heidt, wir haben von dieser schwarzen Masse vorher gehört. Habe ich mir das richtig gemerkt? Genau, ja. 70% waren es vorher, gell? 70% haben wir im Moment. Gut. Ja. Wir zäumen das Pferd von vorne auf, Recycling eines Elektroautos. Stand der Dinge, wie geht's weiter? Stand der Dinge. Prinzipiell möchte ich mal mit einem Thema anfangen, weil man das ganz viel in den Medien und sowas hört. Jedes Elektroauto, was irgendwo brennt oder am Straßenrand steht und einfach, das zieht einmal ein gewisses mediales Echo auf sich. Ja. Dementsprechend groß ist auch die Unsicherheit. Viele haben von uns schon ein E-Bike und stellen das samt Akku in den Keller, fangen da zum Brennen an. Das heißt, ja, es gibt ein gewisses Risiko mit diesen Batterien, weil einfach die Energiedichte sehr hoch ist. Ja. Trotzdem ist das Ganze so quasi kein Hexenwerk. Und wenn es sortenrein und richtig zu einem Recycler kommt, hat der Recyclingunternehmen damit kein Problem. Was wirklich ein riesengroßes Thema ist, ist, wenn zum Beispiel in Kinderschuhen die Leuchten sind schon Lithium-Knopfzellen drinnen. Ja? Wenn die im Restmüll landen, kann es passieren, dass einmal das Auto eventuell, also der Presswagen, der den Restmüll holt, zum Brennen anfängt oder dann auch bei der Anlage später raus einfach dort zum Kurzschluss kommt und dann zum Großbrand kommt. Das heißt, das ist mal wirklich ganz ein wichtiges Thema, dass man jetzt keine Angst vor diesen Lithium-Akkus hat, ja, weil medial wird es ja doch in gewissen Maßen, hört man einfach davon und wird es ja in gewissen Maßen aufgepauscht. Aber es ist ganz einfach wichtig zu sagen, dass man keine Angst davon hat, aber dass es wirklich wichtig ist, wie es zu uns kommt. Ja? Wie es zu einem Recyclingunternehmen kommt. Es gibt zum Beispiel im Handel diese Boxen, wo man die Batterien, die Haushaltsbatterien reinwerfen kann. Ja? Da kann man ja auch Lithiumbatterien damit sammeln. Es gibt auch Möglichkeiten vom Fahrradakku, den richtig zu entsorgen, zurückgeben bei einer Fahrradwerkstatt oder sonst irgendwas. Ganz ein wichtiger Punkt, wenn der im Keller zum Brennen anfängt oder sonst irgendwas, ja? Der Akku am Fahrrad oben, schaut sicher spannend aus, da dampft es raus, da funkt es ein bisschen, aber bitte nicht zu nah hingehen, weil da entstehen giftige Dämpfe draus. Ja, mal das Ganze lüften. Das heißt einfach wirklich, ich muss mal fit werden im Umgang mit diesen ganzen Batterien. Und im Prinzip ist es aber möglich, wenn das alles richtig zu uns kommt, richtig zu einem Entsorger kommt, dass diese Batterien aufbereitet werden. Und das ist nachher wurscht, ob man mit der kleinen Knopfzelle beginnen oder eben die Haushaltsbatterie, was auf Lithium-Basis ist, bis hin zu einem kompletten Antriebsbatterie von einem E-Auto. Wie recycelt man, egal welche Größe, Lithium-Ionen-Batterien? Also reden wir von so einem ganzen Antriebsbatterie. Das nennt sich dann PEC, weil das ist sicher so das Spannendste, was wir haben. Das wird eben in einer Werkstatt wird das Batterie-PEC ausgetauscht, weil von den OEMs unterschiedliche Vorgaben, warum es zum Recycling gehört. Ist der Airbag ausgelöst worden oder hat es nur mal 70% Ladezustand? Das heißt, ein OEM gibt uns in Auftrag zum Recycling von einem Batteriepack. Dann wird es einmal von einer Werkstatt geholt. Und dann gibt es verschiedene Schritte, die wir in Österreich jetzt haben. Zuerst einmal wird die komplette Restenergie entleert und ins eigene Netz eingespeichert. Dann wird einmal händisch die Montage findet statt. Noch in Österreich. Ja. Danach geht das Ganze, dann bleiben dann Zellen über. Das geht nachher unter anderem zum Beispiel nach Deutschland, wo nachher Verwertungsanlagen für Lithiumbatterien stehen. In Österreich selber haben wir keine Verwertungsanlage, kein Recycler. Dann kommt es zum Beispiel eben nach Deutschland. Dann gibt es einmal eben eine thermische Behandlung, dass das ganze Elektrolyt rauskommt, was eben dieser beißende Geruch ist, wenn er so eine Lithiumbatterie reagiert und danach gibt es eine mechanische Separation und dann kriege ich quasi diese
diese Output-Fraktionen raus nach der mechanischen Separation. Und was kriege ich jetzt raus? Warum komme ich auf in Summe 70% Recyclingquote, so im Schnitt? Ich zerlege mal so ein Pack. Das heißt, das ist Aluminium, Kunststoffe, die ganze Elektronik. Ja? Dann geht es hinten raus, dann eben bei diesen mechanischen Aufbereitungsschritten, kriegen wir eben raus Aluminium, Kupfer, also so quasi diese klassischen Eisen natürlich. Und dann bleibt auch diese Schwarzmasse über. Und in dieser Schwarzmasse sind dann eben auch dieser der Lithiumanteil drinnen. Ja? Ich glaube nicht, dass wir jemals so schaffen werden, 100% Recycling-Effizienz oder Recyclingquote zu schaffen. Das ist immer, also 100%iges Recycling, das ist auch so quasi eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Wenn ich für die letzten 2% so viel Geld oder Energie einstecken muss, dann zahlt es irgendwann halt nicht aus oder so. Aber wir werden natürlich immer besser. Es gibt auch gesetzliche Vorgaben, die im Moment leider noch nicht dahin abzielen, dass diese Quote erhöht wird. Wie gesagt, wir schaffen die 70% jetzt im Moment. Und aber auf 100% Recycling zu kommen, glaube ich, ist ganz, ganz schwer. Okay. Herr Bomberger, Sie haben sich ja schon relativ früh mit dem Recycling beschäftigt und kommen ja aus diesem Bereich auf der Montanuni. Würde Geld keine Rolle spielen? Mhm. Wie viel Prozent Recycling würden wir schaffen bei diesen Akkus? Wir würden auch 100% nicht schaffen, weil man hat immer irgendwelche Verluste, wie klein sie auch sein mögen. Und das ist auch völliger Unsinn. Ja? Sondern es geht darum, jene Rohstoffe, die drinnen sind, in einer ausreichenden Qualität und in einem ausreichenden Ausbringen, Inhaltsausbringen nennt man das, zu gewinnen. Ja? Die müssen so weit in einer Qualität rückgewonnen werden, dass sie auch sozusagen als Konzentrate verkauft werden können. Das, was der Kollege von Saumacher jetzt gerade erzählt hat, ist ja eine von verschiedenen Technologien, die für das Batterierecycling entwickelt worden sind. Ich habe begonnen 2010, ich war ja 20 Jahre bei Saubermacher und habe dort das Forschungsprojekt Libres begonnen, bin dann auf die Uni gewechselt und wir haben ja das dann gemeinsam mit Saubermacher dieses Verfahren entwickelt. Und Saubermacher hat dann einen Batterierecycler in Deutschland gekauft, die Firma Redux, und dort dieses Verfahren industriell umgesetzt. Und ich meine, Energiespeichersystem aus einem Auto ist so ziemlich das Komplizierteste, was Sie aufbereiten können. Ja? Das ist so groß, hat 200 bis 400 Kilogramm, steht unter Strom. Die Zellen, die Rohstoffe sind alles in ganz, ganz dünnen Folien, 10, 20 μ dicke Folien, wo der Rohstoff, nämlich diese Lithium, Kobalt-Nickel-Oxide, draufkleben. Ja? Die Zwischenräume sind von einem giftigen Elektrolyten getränkt. Ja? In dem Elektrolyt, der ist brennbar. Ja? Und in dem Elektrolyten gelöst ist dieses Leitsalz, ein Lithiumhexafluorid. Ja? Das ist eigentlich fast unaufbereitbar. Sind es diese 30%? Ist es diese schwarze Masse? Nein, diese schwarze Masse, das ist das, was auf diesen, also eine Batterie ist ja in Wahrheit, sind ja Folienpakete. Sie haben Kathode und Anode und das eine besteht eben aus Kupfer, zum Beispiel aus Kupferfolie und Aluminiumfolie und dann haben sie einen Separator und auf diesen Elektroden klebt eine ganz dünne Schicht an so einem kobalt-nickel-hältigen anorganischen Material. Das ist diese Aktivmasse. Ja? Und da ist das Kobalt und Nickel drinnen, das natürlich den höchsten Wert hat. Und das müssen Sie da irgendwie runterbekommen. Und das ist die Kunst. Zuerst muss man aber die Batterie sammeln, ja? Dann muss man sie entladen, dann muss man sie zu, ich meine, so ein Ding können Sie nicht aufbereiten, dann müssen Sie demontieren zu solchen Dingen, ja? Zu Modulen. Ja? Und dann geht man zum Beispiel, und das ist unser Verfahren, in eine thermische Vorbehandlung. Das heißt, es geht in einen Ofen unter Luftabschluss in eine Art von Pyrolyse und da passiert Folgendes. Der Elektrolyt verdampft und damit haben Sie das Sicherheitsproblem weg. Weil nichts mehr transportiert werden kann. Strom kann nicht mehr transportiert werden. Plötzlich ist es lagerfähig, es ist ungefährlich geworden, was zumindest die Sicherheit und den Strom angeht. So. Und dann passiert noch etwas. Diese Schicht, die da drauf klebt, die wir so gerne hätten, weil sie so wertvoll ist, ja, die versprödet.
durch diesen thermischen Behandlungsprozess. Und dann können Sie in ganz normale mechanische Verfahrenstechnik hineingehen, zerkleinern sieben, ja, und können quasi diese Bestandteile voneinander trennen und dann bekommen Sie eben eine Aluminiumfraktion, Folienfraktion, eine Kupferfolienfraktion, eine Eisenfraktion und diese Pulverfraktion. Ja. Und diese Pulverfraktion hat mehr Kobalt und Lithium, Kobalt und Nickel drinnen, als jedes Erz, das auf dieser Welt abgebaut wird. Ja? Und das ist das, was eigentlich auch aus Nachhaltigkeitsgründen extrem attraktiv ist. Es ist was wert. So, und so funktioniert der Prozess. Es gibt andere Prozesse, die laufen ein bisschen anders ab, aber im Prinzip ist das, da gibt es so ein halbes Dutzend an Anlagen, die sowas Ähnliches probieren. Ja? Das heißt, sinnvoll wäre es nicht in Kryptowährungen zu investieren, sondern in den Gatsch oder in diesen Staub, ne? Ja, ja, aber, da gibt es noch ein paar Probleme. Und jetzt sind wir in der Abfallwirtschaft. Das gilt als gefährlicher Abfall. Und allein dieses Attribut gefährlicher Abfall, weil eben dieser Schwermetallgehalt überschritten ist und so weiter, Sie sind im Abfallrecht drinnen und jetzt dürfen Sie das Material gar nicht jedem geben, der das gerne hätte. Das heißt, das ist eines der Probleme, die derzeit zu lösen ist. Man hat einen Rohstoff, der ist wirklich vom Rohstoffgehalt extrem viel wert. Ja? Es gibt aber nur wenige Anlagen weltweit, die so etwas einsetzen können, nämlich in der Hydrometallurgie. Die sind oft gar nicht in Europa. Und jetzt wollen sie doch das nach Kanada oder ich weiß nicht wohin schicken, die das verwenden können als Rohstoff. Sie müssen das als Abfall exportieren. Diese Anlagen sind aber keine genehmigten Abfallbehandlungsanlagen und daher dürfen sie das gar nicht. Das heißt, unsere Abfallgesetzgebung, die ja etwas Gutes tun soll, nämlich Abfälle nicht einfach über die Grenze zu führen, ja, die Abfallgesetzgebung verhindert teilweise die Verwertung derzeit. Das ist eine paradoxe Situation. Was macht sie mit diesem elektrischen Gold? Elektrisches Gold? Lagern inzwischen, also aufbehalten. An dem wird er gearbeitet. Ja, ja. Das muss man knacken, dieses Problem. Also, das ist quasi jetzt die Arbeit zu erforschen, die Rohstoffe da wieder rauszubekommen. Genau, zum Beispiel. Wie eingangs erwähnt, das Ganze dann wieder vorne einzufügen. Das wird auch gelingen. Wann? Ja. Es ist nur, ich sage jetzt, dass diese Rahmenbedingungen zu ändern und so weiter, das dauert halt alles seine Zeit. Wie lange? Also ich denke, da geht es ja zum Beispiel darum, dass man dieses Material aus dem Abfallbegriff rechtlich herausbekommt, zum Beispiel zu Produkt macht und dann kann ich es gut vermarkten. Das sind bürokratische Prozesse, die dauern halt manchmal ein Jahr. Wir haben eine Frage aus dem Publikum, Entschuldigung. Ja, ich hätte eine Frage. Mir will also noch nicht so ganz einleuchten, warum es so schwierig sein sollte oder vielleicht so teuer, das Lithium aus diesem Schwarzschlamm herauszuholen. Also Lithium, Salze, Alkalimetallsalze sind gut wasserlöslich. Jetzt würde ich mal als Chemiker annehmen, dass sie sich recht gut herauslösen lassen. Und mich würde interessieren, was da so das Problem ist, wann man davon ausgehen könnte, dass auch das Lithium als Element gut herausgeholt ist, weil es kann ja wohl nicht gut sein, auf die Dauer die südamerikanischen Salzseen kontinuierlich einzudampfen mit allen Umweltfolgen. Herr Heid. Ja, also es gibt einen pyrometallurgischen Prozess, wo man es schon geschafft hat, Lithium auch rückzugewinnen. Das ist der Umicore-Prozess, der wieder ganz anders funktioniert. Da wird also quasi in einem Ofen eingeschmolzen und da geht sozusagen das Lithium in die Schlacke. Und in die Schlacke kann man so steuern, dass hier bestimmte Lithium-Minerale entstehen, die man dann durch Schlackeaufbereitung wieder zurückgewinnen kann. Ja? Das hat die Klausthal hat das unter anderem in einem Projekt mitentwickelt und konnte nachweisen, dass das funktioniert. Es ist nur so kompliziert und aufwendig und Dings, dass ich meine wirklichen Zweifel habe, ob das Sinn macht, das wirklich Sinn macht. Wir haben beim Lithium einfach das Problem, dass wir hier ein sehr bindungsfreudiges Element haben, ja. Und dieses derzeit zurückzuholen, ist einfach noch nicht wirklich im Fokus, sagen wir es einmal so. Das liegt auch an den Recyclingraten, denn die Recyclingraten, die derzeit von den Batterieverordnungen der EU gefordert werden, liegen jetzt bei 65%. Das erreicht man zum Beispiel mit diesen Prozessen.
In Zukunft wird man sich aber dem Lithium widmen müssen. Die Frage ist nur, wer tut das dann? Tut das die Hydrometallurgie dann, die danach die Konzentrate aufbereitet? Oder macht man das zum Beispiel, wenn man aus dem Abgas wieder was rückgewinnt? Das sind so Fragen, die man jetzt sich dann stellen muss. Interessant wird, die Batterieverordnung der EU, die jetzt kommen wird, auch noch vorsieht, dass ein Teil der Rohstoffe in die Batterieproduktion wieder zurückkommen müssen. Ja? Und wie gesagt, bisher war es nicht attraktiv, sich mit dem Lithium zu beschäftigen. Wenn man muss, wird man das tun. Deswegen möchte ich auch ein bisschen eine Lanze brechen für die Gesetzgebung. Die ist manchmal schon ein bisschen langsamer, aber das ist halt Demokratie. Da muss das ausdiskutiert werden zwischen unterschiedlichen Stakeholdern. Da kann nicht sozusagen ein guter Diktator sagen, was halt das Richtige ist. Und darauf stehe ich eigentlich, dass das manchmal auch ein bisschen länger dauert. Dass das jetzt auch kein so ein wahnsinnig pressierendes Problem ist, liegt eben genau an dieser Zahl, die wir dort sehen. Also es gibt noch nicht die Millionen Tonnen an Stacks, also Batteriepaketen, die wir da jetzt irgendwie aufbereiten, entsorgen und in den Kreislauf zurückbringen müssen. Aber sie kommen. Das wird schon kommen und dann wissen wir's. Deswegen lassen wir uns nur ein bisschen die Zeit, dass wir gut lernen, wie das geht, jetzt auf der technologischen Seite. Da sind wir schon ziemlich weit. Also ich glaube, dass wir da schon recht gut vorangeschritten sind. Und selbstverständlich wird dann die entsprechende Abfallwirtschaftsgesetzgebung angepasst werden, weil das Paradigma der europäischen Gesetzgebung diesbezüglich und der österreichischen Gesetzgebung diesbezüglich die Kreislaufwirtschaft ist. Das ist sozusagen die große Überschrift. Das ist nicht mehr sozusagen geordnetes Entsorgen irgendwo. Kohlenstoffarm war das vor 20 Jahren circa, hat man versucht, kohlenstoffarm zu entsorgen auf den Deponien, damit das ja nicht zum Gären anfängt und da noch Probleme verursacht. Man hat versucht, den gefährlichen Abfall herauszuholen natürlich. Dann ist der exportiert worden nach Afrika, war auch nicht gerade die richtigste Variante. Ja. Man tastet sich halt schon langsam voran an eine gute, solide Kreislaufwirtschaft, sodass wir sozusagen auch die Verantwortung behalten für unsere Abfälle selbstverständlich und sie in erster Linie im Sinne eines Urban Minings wieder als Rohstoffe verwenden. Zumal der Rohstoffbedarf aufgrund des noch bevorstehenden Wachstums bestehen bleiben wird. Also ich habe über den hinsichtlich des Primärabbaus gar keine Sorge. Da wird noch viel hereinkommen müssen. Ob das unter Schonung der Salzseen in Chile passiert und man eher versucht, Vorkommen in Kanada, Australien oder China auszubeuten, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Das wird eine Mischung aus Ökonomie und Rechtssetzung sein, die da eine Rolle spielt. Ich kann nur sagen, Europa versucht da sehr achtsam damit umzugehen, so gut es halt geht. Aber wir werden in den nächsten Jahren, Jahrzehnten sehr, sehr viel Lithium brauchen. Und zwar auch Primärlithium. Das ist so. Und da werden wir schauen, dass wir einen Bergbau entwickeln, der möglichst natur- und menschenschonend erfolgt. Ich würde gerne eine Frage stellen ans Publikum. Gerne. Also ich will Ihnen den Job nicht wegnehmen. Wirklich nicht. Aber bitte. Ich bin sehr gespannt, was jetzt kommt. Wie viele Lithium-Batterien aus der E-Mobilität fallen derzeit in Österreich im Jahr an? Was glauben Sie? Wie viele Tonnen? Machen wir es einfach. 20, 200, 2000, 20.000 Tonnen. Wer ist für 20.000 Tonnen pro Jahr? Okay. Wer ist für 2.000 Tonnen pro Jahr? Wer ist für 200 Tonnen pro Jahr? Und wer ist für 20 Tonnen pro Jahr? Die Antwort ist 200 Tonnen. Wenn Sie eine Anlage betreiben wollen, ja, die halbwegs industriell ist, brauchen Sie 10.000 Tonnen. Ja, wir haben das klassische Future-Waste-Problem. Mhm. Ja. Wir haben Produkte, aber die werden erst in Zukunft zerfallen. Ja. Ja. Es gibt Prognosen, wir haben für das Ministerium auch eine Studie gemacht, gemeinsam mit anderen, wo wir prognostiziert haben den Abfallanfall. Also derzeit, wie gesagt, in Österreich ungefähr 200 Tonnen. 2030 werden es etwa 10.000 Tonnen sein, ja? Und 2040 bis zu 200.000 Tonnen. Das ist eine exponentielle Entwicklung. Nur derzeit können Sie de facto mit Lithium-Ionen-Batterien aus der E-Mobility nicht einmal ein Geschäft machen. Ja? Die Frage ist nur, wenn Sie zu spät sind, machen Sie auch kein Geschäft. Also Sie müssen richtig in diesen Markt einsteigen und das versuchen Gott sei Dank auch österreichische Unternehmen. Ja. Meine Herren,
Vielen, vielen Dank. Ich möchte noch drei Fragen stellen, die auf der Einladung standen sind und die darf Sie bitten, einfach mit einem Daumen hoch oder Daumen runter zu beantworten. Ist das E-Auto die Lösung? Daumen rauf oder Daumen runter? Die Lösung für was? Ist das E-Auto die Lösung, die Mobilitätslösung? Ja, okay. Rettet es uns vor der Luftverschmutzung? Aha. Ja, ja, ja. Rettet es uns vor der Klimakrise? Ja, schon, ein bisschen mehr. Na, da haben wir richtig viel ausgenommen auf die zwei Stunden. Ja, schon. Spaß beiseite. Ich hoffe, es war die Veranstaltung die letzten knapp zwei Stunden informativ für das Publikum online und für das Publikum im Saal. Gibt es eine abschließende Frage oder irgendetwas, was Sie sagen, da habe ich was Neues erfahren, das war irgendwie okay, das war gut, dann sagen Sie es jetzt oder schweigen Sie für immer. Ja, bitte das Mikrofon einmal ganz kurz da in diese Richtung. Bitteschön. Wie sehen Sie die Möglichkeiten bzw. auch Grenzen der E-Mobilität auf den gesamten Transportsektor betrachtet? Wenn man sich überlegt, die AVL hat letzte Woche eine Anlage für E-Fuels angekündigt. Die OMV stellt sich um 200 Millionen eine Anlage für die Steigerung des biogenen Treibstoffes in Schwechat hin. Wie schaut es da aus in Zukunft? Wohin geht die Entwicklung diesbezüglich? Herr Rotbart, diese Frage gehört ganz Ihnen. Na, herrlich. Und ich sage es nur einmal, der Verbrenner wird sterben. Nein, für PKW. Ja, stimmt, das war die Gesamtmobilität. Ja, okay. Umso größer, desto flüssiger. Das ist kurz genug als Antwort. Ja. Also Schiffsmotoren zum Beispiel, um das zu präzisieren, wenn es so um 10.000 PS geht. Dort wird der Verbrenner selbstverständlich eine große Rolle spielen und da gibt es mehrere Technologien, die im Moment konkurrieren, die sie anbieten. Das fängt eben bei E-Fuels an, geht über Wasserstoff, geht über Kombinationen mit Brennstoffzellen, Recycling sozusagen, dass man Carbon Capture macht, dass man den Kohlendioxid wieder einfängt und daraus was Sinnvolles macht. Also da ist sehr viel in Bewegung und da glaube ich, dass Elektromobilität eher im Nachteil ist. Bei großen, sehr großen Motoren, wie Sie gesagt haben, je größer, desto nicht elektrischer ist es. Okay. Die ganze Wahrheit über E-Autos, die Mobilität der Zukunft. Meine Herren, vielen, vielen Dank. Danke fürs Zuschauen und Herr, jetzt habe ich den Namen vergessen, Herr Heid, wenn so ein Kilo überbleibt, gell? Ich nehme ihn, weil irgendwann ist er wahrscheinlich ganz, ganz viel Geld wert. Dankeschön, liebe Grüße und schönen Abend noch. Dankeschön.